Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 Kaffeekränzchen. Und heute haben wir jemanden zu Gast, der oder die bringen uns die Südsee immer so mit ins Spiel oder auch einfach Pakete voller Kleinkram. Das ist immer so ein bisschen wie wenn man in den Bastelladen geht und sagt, eine gemischte Tüte. Und dann kriegt man da was und dann sind da geile Sachen drin, so eine Wundertüte. Und ja, jemand, der das hier auch raushaut, den haben wir heute zu Gast, oder die besser gesagt. Und deswegen sage ich erstmal herzlich willkommen Ingo und Chris. Ja, hallo. Hallo. Ja, warum sage ich Ingo und Chris? Das wäre auch eine meiner Fragen. Ihr macht das nämlich, glaube ich, im Duett, oder sehe ich das falsch? Das kann man so sagen, ja. Also ursprünglich hat der Chris letztendlich die Modelle gebastelt, weil ich mich mit Blender nicht anfreunden wollte oder wie auch immer, und habe mich also mehr um die anderen Geschichten gekümmert, die ja drumherum auch immer sehr umfangreich sind. Ja, so ist es zustande gekommen. Genau, also wovon reden wir denn überhaupt? Und zwar seid ihr ja auch unter anderem im Transport Fever Forum angemeldet. Ist, ich weiß nicht, ob ihr beide, aber Ingo auf jeden Fall. Chris ist angemeldet. Ja, ich bin auch angemeldet, aber ich bin eher der passiv, ja. Stille Teilhaber, der stille Teilhaber, der sich da so durchklickt und so ein bisschen durchschaut, aber ich halte mich da eher aus allem raus. Ah, okay. Also dann ist auf jeden Fall wahrscheinlich den Mitlesern ist Ingo 1111. Ja, genau. Das müsste ein Begriff sein, der Mann mit Hut. Ja? Der Mann mit Hut. Genau. Und ja, genau. Ja, für die sich jetzt fragen, ja, wer ist das? Also ich glaube, zumindest der Ingo, du müsstest irgendwie seit einem Jahr knapp oder eineinhalb Jahren irgendwie im Forum sein. Genau. Und du hast relativ bis sehr wenige Einträge in der Filebase. Ich glaube, du kommst gerade mal auf, ja, noch nicht mal zwei Dutzend, vielleicht 15 oder sowas, wenn es hochkommt. Ne? Ich glaube, das war jetzt der 12. Mod oder so. 12. Ja, ja. Mhm. Das ist der 12. sogar. Und da könnte man sagen, ja, und was macht er jetzt hier? Ja, da sage ich aber nur, dass, obwohl es nur 12 sind, sind das geile Sachen. Und ihr seid, ich sage jetzt einfach mal ihr, weil ihr es ja irgendwie zusammen macht. Ja. Ihr macht Sachen, die gibt es so jetzt im Angebot nicht. Also es gibt Züge, es gibt Waggons, es gibt Fahrzeuge, en masse, es gibt Gebäude, es gibt Texturen, also alles Mögliche. Aber ihr bringt so ganze kleine, aber geile, umfangreiche Sets raus. Die nennen sich meist Tropical. Ja, das ist irgendwie Tropical Hotel, ja, das Tropical ist Assets. Ja, ja, das hat ja den Ursprung, weil ich an meiner tropischen Karte da bastel. Und irgendwie haben wir dann mit diesen, ich glaube, Chris hatte die, du hast ja den Hotel-Mod, hatte ich als Idee, den könnten wir rausbringen. Genau. Mit verschiedenen Sachen halt dazu, und da passt halt der Tropical dazu. Ne? Und irgendwie hat es sich dann so darin verstrickt, dass wir gesagt haben, Mensch, die kleine Palme, viele machen das ja jetzt so, dass sie ihre Mods unter irgendeinem eigenen Label sozusagen, dass man auch die Übersichtlichkeit bei den Mods hier so ein bisschen behält. Und da sind wir halt bei der Palme geblieben. Letztendlich, das, was wir jetzt zum Schluss rausgebracht haben, hat eigentlich mit Tropic nicht mehr so viel am Hut oder kann ja auch überall woanders eingesetzt werden. Ja. Aber um so ein bisschen die Ordnung beizubehalten, haben wir das einfach gesagt, wir ordnen das erstmal grundsätzlich unter der Palme weiterhin ein. Kann sein, dass sich da noch was dran ändert. Also wir sind am Überlegen, ob wir das irgendwie anderweitig sortieren mal. Ja, wenn später dann Chris hier seine nächsten große Geschichte hier, ja, rausbringt. Ja. Der plant ja da schon. Ja, okay. Na, mal schauen. Nee, ja. Aber das ist der Hintergrund. Das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dass jetzt alles nur für tropische Karten gedacht oder ereignet ist, sondern einfach der Ordnung halber kann sich dann irgendwann jeder sagen, hier Ingo und Chris, die ihre Mods hängen da irgendwo unter der Palme. Erstmal. Ja, ich zeige es mal. Hier unten haben wir das Menü. Hier ist ein Baum. Ich springe immer zwischen den beiden, weil ich mal falsch auf die Palme klicke. Ja, genau. Das war vielleicht auch eine blöde Idee, aber gut. Ja, aber man kann sich's merken. Also hier ist die Palme und da findet man dann eure Sachen. Und ich sage da deswegen so ein bisschen was anderes als das, was man sonst findet. Denn aus dem tropischen Settings, wie auch aus dem Western von mir aus, sage ich mal, oder 1920, fand man bisher nichts oder sehr, sehr wenig. Und auf einmal seid ihr aufgetaucht und bringt plötzlich ganz viele tropische Sachen, aber halt auch Dinge, die sich zweckentfremden lassen. Und das ist halt einfach tatsächlich das Geile hier dran. Ich habe das Menü gerade offen und ich würde nachher tatsächlich mal im Detail drauf eingehen. Man sieht hier nur so ein paar Symbole und könnte sich denken, boah, paar Häuschen. Aber wenn man dann draufklickt, dann ist da irgendwie noch viel, viel mehr drunter und man kann das halt alles total zurecht friemeln und sich was draus bauen und, wie gesagt, zweckentfremden. Und das ist ja nicht alles, sondern ihr habt ja auch noch was gemacht, bei dem die Leute gesagt haben, ach, ist das geil. Nämlich Personenassets und Tiere. Das heißt, ihr habt auch da das Repertoire nochmal erweitert um jeweils zwei Sets bei Personen und eins bei Tieren.
Allein das war schon geil, ja? Genau, das war ja, naja, sind ja nur repaintete Sachen, da wurde ich ja dann auch viel angefragt, was hast du denn da gemacht, wie hast du das selber gemacht, also, naja gut, also, soweit muss ich ganz ehrlich mir eingestehen, seit einem Jahr Blender oder so, ja, da, ich werde wahrscheinlich in meinem Leben nie einen Menschen oder ein Tier in Blender erstellen, geschweige denn mit einer Animation, so ehrlich bin ich zu mir selber. Von daher, und weil man auch selber ja nicht die Zeit dafür hat, ja, ist ja halt letztendlich eine brotlose Kunst, ja, da setzt man sich ja nicht wochenlang und monatelang hin, nur um eine Kuh oder so zu animieren. Deswegen sind das ja nur Repaints, die wir da gemacht haben, aber wahrscheinlich hat ja auch das gefehlt irgendwie, ja. Richtig, weil... Denn also aus dem Pferd mal ein Zebra zu machen zum Beispiel, das war nämlich unsere allererste Idee für den Zoo. Für einen Zoo, den wir da gebaut haben, war von meiner Frau die Idee zufällig. Und ja, dann habe ich gesagt, das kann jetzt eigentlich nicht so schwierig sein, aus dem vorhandenen Pferd ein Zebra zu machen, ja. Und könnte man so, meinen, ja. Ja, und das war, ja, weiß ich nicht, vielleicht liegt so daran, dass ich mich mit Grafik so ein bisschen auskenne, aber letztendlich war doch nicht so schwierig, ja. Ja, also ich hatte die Mod-Vorstellung gesehen, entweder war das hier oder auf YouTube, ich weiß es gar nicht mal, weil ihr habt ja auch einen YouTube-Kanal, der nennt sich De Borg, schreibt sich De Borg, ne? wenn ich nicht genau, falsch liege. Genau, das ist Chris, sein Spitzname sozusagen, ja. Genau, deswegen, ich würde das tatsächlich auch mal, also ihr habt einen Kanal, da stellt ihr die Sachen vor, genau. Und der Name setzt sich zusammen halt Chris De Borg, ja. Das ist ja, das ein schönes Wortspiel. Ist damals ein bisschen blöd entstanden, klar, in der Jugend suchen sich die Freunde natürlich die Spitznamen für einen aus und ja. Das war natürlich naheliegend, da ich halt Chris heiße, haben sie mich immer alle De Borg gerufen. Ja. Und ich habe gedacht, Mensch, ja, warum nicht? Das ist mein Spitzname, warum sollte ich den nicht bei YouTube benutzen? Und ich wollte den natürlich nicht so wie den Sänger schreiben. Ja, ja. Das absolut, wäre jetzt vielleicht ein bisschen ja, schlecht vom Finden her und so gewesen und deswegen einfach De Borg. Ja, also das, ich hatte mich dann nämlich tatsächlich immer gefragt, wahrscheinlich geht es anderen auch so, was hat der eine jetzt mit dem anderen zu tun? Der eine bastelt, der andere stellt es immer vor. Und das halt auch immer wunderbar in Szene gesetzt, muss man halt auch sagen. Ihr legt da nicht nur Wert auf die Assets selbst, wie das aussieht, und seid ihr echt kreativ, sondern auch beim, also bis zum Vorschaubildchen, aber halt auch die Videos und die Fotos, die ihr davon macht. Das sind immer so richtig geile Miniszenerien alleine jetzt, wo ihr das hattet. Diese eine Strandfoto mit dem Boot, was da lag, diese Zoogeschichte und so weiter. Also allein das ist schon toll. Und irgendeiner von euch hat mal geschrieben, das hat meine Frau gebaut. Ja, das habe ich geschrieben, ja, das ist richtig, ja. Okay. Die, ja, weil irgendwie in letzter Zeit, wir haben ja die letzten Wochen doch ein bisschen extrem, also es wird auch nicht so bleiben, aber wir haben ein bisschen extrem viele Mods doch jetzt rausgebracht, ja. Weil einfach die Ideen da waren oder irgendwie Anfänge schon gemacht waren und so weiter und irgendwie waren die Mods dann so irgendwie fertig und wir wollten aber auch diese Bilder und diese, die ganze Qualität dahinter, die sollte beibehalten werden und irgendwie ist mir die Zeit ausgegangen. Und dann habe ich, meine Frau spielt auch von Zeit zu Zeit mal Transportfieber, gerade so was so Schönbaubereich ist und eine kleine Karte, irgendwelche Ecken, die sie dann immer wunderschön auch baut, traut sich aber natürlich nicht da irgendwie so ins Internet zu stellen oder so. Okay. Und habe ich zu ihr gesagt, dann mach mir doch wenigstens, hier ist mein neuer Mod, mach mir doch wenigstens ein paar schöne Bilder. Und dann hat sie sich da wirklich hingesetzt und Mühe gegeben und gebastelt und das hat mir wirklich geholfen. Ja. Spart ja auch ein bisschen Zeit, wenn man schöne Bilder dann mal absolut. Von jemandem so zugeschoben kriegt. Ja. Absolut. Ja, also klar, so kam das zustande. Ja. Ah, okay, siehst du, so erklärt sich das nämlich, weil ich hatte mich tatsächlich immer gefragt, okay, der eine baut's, der andere präsentiert es auf seinem YouTube-Kanal, macht man halt vielleicht dann so Freundschaftsdienst oder weil es selbst gefällt oder wie auch immer. Ja. Und ich bin damals auf euch aufmerksam geworden. Ich weiß gar nicht, ob es über die Mods kam oder über Open Range. Ihr hattet auch immer so einen Drohnenflug darüber gemacht. Ja, fünf. Weil die hat Chris ja sehr, sehr schöne Szenen gesetzt. Also ich habe immer die praktisch mit dem Kameratool sozusagen eine Grundszene aufgenommen in meiner Karte. Also die Karte, die wir veröffentlichen haben, die war ja nicht sozusagen, die war ja als spielbare Karte, wurde die aber erst veröffentlicht. Ja. Also grundsätzlich keine Gleise, keine, also alles, was dazugehört, was der Spieler halt selber noch spielen soll letztendlich. Ja. Ja. Und nur so ein bisschen schön vorgebaut. Und dann habe ich die aber weitergespielt, bestimmt, ungelogen, 100 Stunden nochmal. Okay. Und habe nochmal viel, viel mehr gebaut mit vielen, vielen tollen Mods von allen Sachen. Die es sonst noch so gibt und die fertigen Videos, die dann daraus entstanden sind, immer so eine bestimmte Bereich abgeflogen, die habe ich dann dem Chris gegeben und der hat daraus eine ganz wunderbare Story halt gebastelt immer. Naja, angefangen hat es mit dieser Art Kurzvideos, wo wir denn, oder besser gesagt, wo Ingo denn zum Beispiel hinterm Deich irgendwas Schönes gebaut hat oder so und so ein eine Minute Video mit dem Kameratool aufgenommen hat und hat er gesagt, Mensch, kannst du nicht da irgendwas Schönes draus basteln? Sag klar, kann ich das vertonen und so und schick.
Und dann ging es natürlich darum, die Map, die Open Range Map auch vorzustellen. Natürlich ein bisschen Eigennutz, natürlich ein bisschen Werbung zu machen vielleicht, ja, genau. Um den einen oder anderen dann bei Steam darauf anzuweisen, ne, weil man will ja die Karte ein bisschen nach oben treiben. Ja, ja, logisch. Ne, logisch. Also haben wir uns gedacht, okay, wenn wir jetzt da noch ein schönes Präsentationsvideo haben. Und so hat das eigentlich angefangen, dass wir die Videos dafür produziert haben, würde ich mal sagen. Aha. Und nur ein normales Flugvideo war halt ein bisschen langweilig. Und Ingo kam mal zu mir und sagte, Mensch, hast du denn eine Idee, können wir nicht irgendwas machen, dass es ein bisschen schöner ist? Ich sage, naja, dann denken wir uns einfach eine Szenerie aus. Ich bin ein Filmproduzent. Ich mache ja YouTube, ist ja so was Ähnliches, ne? Ach, du bist wirklich Filmproduzent? Nein. Ach so. Okay. Nein, ich sage, aber ich habe einen YouTube-Kanal. Ich sage, das ist ja jetzt ja nicht so abwegig. Man macht da ein paar Blödsinnfilme und dann tun wir jetzt halt mal so, als ob ich Filmproduzent wäre, okay, in dieser Transportführer-Map. Und da sind ja dann auch so eine Sachen entstanden, dass ich ein eigenes Fahrzeug von Ingo bekommen habe oder ein eigenes Flugzeug, wo mein Logo drauf ist. Und so hat sich die Geschichte ausgesponnen, dass ich halt als Produzent in der Open Range mehr umherreise und dann halt diese Videos, diese Drohnenflugvideos mache. Ah, ja, wenn man sie sich ja in Folge so anschaut, hintereinander, dann merkt man diesen Ist ein bisschen verlaufende so, Story, ja, sag mal, ist, so diese fünf Teile. Ja, ist ein bisschen Drehbuch bei, kann man ja so sagen. Ja, ist schon ganz witzig geworden. Also okay, ich fand sie selber auch sehr witzig, was der Chris gemacht hat, war wunderbar. Und ich meine, die sind ja auch alle bei YouTube mit, ach Quatsch, bei YouTube sag ich schon, bei YouTube sowieso, aber die sind bei Steam auch mit dazugepackt zu der Map, so dass jeder so die mal sich da anschauen kann, was könnte aus der Karte mal werden. Ja, ich meine, wie gesagt, zum Download ist er nur zum Spielen, also relativ leer. Ah, aber okay, ich denke mal, die Karte kommt sehr gut an, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich selber nicht erwartet. Ja, weil ihr bietet sie auch im Transport Fevernet Forum an. Und gelesen hatte oder hat, dann hatte ich es wahrscheinlich missverstanden, dass da schon alles Mögliche drauf bebaut war und dass ihr geschrieben habt, einfach so zum Weiterspielen. Oder nee, wir haben, ich habe da 30 Mods von Steam praktisch aktiviert. Okay. Und habe, also für so Schönbauer ist ja 30 Dinger, ist ja relativ wenig, ja. Ja. Aber habe versucht, das so ein bisschen übersichtlich zu halten und da kam auch gleich so ein paar Kommentare, ja, wenig Mods, haha, 30 ist ja viel zu viel. So eine Kommentare kam da, aber irgendwo ein bisschen Schönbauer habe ich mir gedacht, muss ja doch sein. Und wenn man einen Jakin Mod einschaltet, lässt sich mit Schönbauer ja recht gar nichts machen, ja. Ja, das stimmt. Und genau, dann haben wir gesagt, okay, wir begrenzen uns auf eine gewisse Menge und bauen damit die Karte soweit schön, dass man halt immer, also eine Strecke haben wir gesetzt, glaube ich. Also es ist so eine Art, die habe ich Panoramatour genannt, die geht immer im Kreis mit dem Bus. Ja. Die ist tatsächlich gesetzt, auch mit ein paar Haltestellen. Wir haben das praktisch haben wir wieder in dem Karteneditor weitergearbeitet und haben die dann praktisch mit einem gewissen Budget und mit einer Idee halt auch dahinter, wie man sie ausbauen könnte, ohne Gleise, ohne Häfen, ohne Flugplätze etc. Nur mit einer einzigen Buslinie, die immer rumfährt, haben wir sie so rausgebracht. Ah. Und, also man kann sie komplett bauen. Also da ist nicht viel verbaut. Also wir haben schon Kommentare gekriegt, dass sie die Leute nicht rantrauen, weil die sagen, wir sind mit der Panoramatour mitgefahren mit dem Bus und es war so schön, man traut sich nicht zu spielen. Okay, so ist ja auch nett gemeint, ja, aber so hat ja nicht gedacht, man kann ja auch Assets abreißen, habe ich dann gesagt. Das war ja nur von mir so eine Idee, wo ich sage, Mensch, da ist mal was zu gucken, da ist ein Weinhang, da ist eine Insel, da ist irgendwas, ja. Ja, okay, und die haben sich verpflichtet gefühlt, das da drin zu lassen quasi. genau. Okay, das ist natürlich stark. Ja, also ich habe mir, wie gesagt, ich habe mir die Beschreibung durchgelesen. Ich friemel ja selbst hier ewig an meiner Karte rum, weshalb ich sie jetzt noch nicht ausprobiert hatte, zugegebenermaßen. Aber da scheint halt aber halt auch schon trotzdem Arbeit drin zu stecken. 30 Mods oder plus minus und das, was man reinsteckt. 100 Stunden am Anfang, bevor wir die Karte das erste Mal veröffentlicht haben, dann habe ich sie selber weitergespielt. Natürlich mit zusätzlichen, also mit Gleisen, klar, also dass man alles ausbaut, Gleisen, Flugplätze etc., Bahnhöfe. Und dann sind mir natürlich so beim selber mal mitfahren mit dem Zug, was man ja auch so gerne mal macht, denn ja, sind mir halt so Ecken aufgefallen, die total trostlos sind. Also nur Wald oder ein hässlicher Berg oder irgendwie. Ja. Und wir haben dann immer noch mit diesen 30 Mods versucht, praktisch da noch, wie ich glaube, die Weinhänge oder so, weil die waren am Anfang auch gar nicht da. Also die haben wir dann gebaut. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich nach weiteren 100 Spielstunden an dieser Karte, was auch Spaß gemacht hat, mit meiner Frau zusammen abends hier so immer schön mal ein paar Stunden gespielt, hat wirklich Spaß gemacht. Danach haben wir tatsächlich alles wieder abgerissen, also bis auf diese Schönbaubereiche wie die Berge, die wir natürlich verschönert hatten und diese Weingebiete oder eine Insel oder irgendwas, was da entstanden ist oder die Felder und so, die haben wir natürlich gelassen. Aber alles, was Gleise ist und alles, was zusätzliche Straßen, Flugplätze etc., Häfen sind alle wieder sozusagen abgerissen worden, hat nochmal einen Tag Arbeit gekostet, um praktisch nachher aber wirklich jemanden, der das dann wirklich vom Grund auf spielen möchte, also eine wunderbare Karte anzubieten, die wirklich schön anzugucken ist in allen Bereichen.
aber halt noch spielbar ist, wo man wirklich ansetzen kann und alles nochmal neu selber bauen kann. Ah, okay, verstehe. Ja, also das ist, also ich finde das klasse. Also ihr bietet da so alles Mögliche so in so einem Spektrum an. Und da stellt sich auch die Frage, was inspiriert euch denn? Woher nehmt ihr überhaupt die ganzen Ideen? Gerade jetzt sowas, dieses gutes Tropische, weil ihr das halt einfach machen wolltet, spielen wolltet oder haben so, wolltet. Ja, ich glaube, Tropisch ist eher so Urlaubserinnerung von uns. Ne? Wir waren eine Zeit lang sehr, sehr häufig in der Dominikanischen Republik. Ah. Und da sind so die, das ist schon länger her, weil das sind so die Erinnerungen vielleicht. Und weil es wenig tropische Karten gibt, die wirklich auch ein bisschen im Schönbaubereich so sind, ja. Deswegen war vielleicht so der Gedanke, ja, weiß ich nicht, kam halt so. Ja. Na, Chris macht ja was anderes, der macht ja eine... Ich bin ja gerade am Bauen an meiner Western-Map. Aha. Also was ist das, USA, ist das, nennt sich ja, das ist so ein bisschen Las Vegas, so die Richtung gedacht. Also vorne ein bisschen Strandbereich, auch tropisch, passt ja nun, war ja nur gezwungen, dann dank Ingos Janssen Mods da ein bisschen tropisch mit einfließen zu lassen. Ja. Ja. Und ja, ansonsten im hinteren Bereich denn quasi das alles denn hinter der Gebirgskette über zur Steppe. Und ja, da baue ich jetzt so ein bisschen. Bin halt dran, momentan so eine Art Western-Mod zu bauen. Im Endeffekt ist das bei uns so entstanden, wir haben uns immer überlegt, okay, was würde uns denn selbst noch fehlen? Ne? Und daher auch der erste Mod, der von Ingo entstanden ist, die Repents der Menschen. Er hat halt gespielt und hat sich einfach nur geärgert, warum die Menschen alle immer gleich aussehen. Das ist natürlich... Ja, und dann hat er angefangen und hat gesagt, okay, wir könnten es ja versuchen. Ich habe ihm dann immer noch ein bisschen weiter gedrängt, dass er doch mal versuchen soll. Ja, und ja, so ist das eigentlich überhaupt zustande gekommen. Also wir bauen auf Jüdisch eigentlich das, was wir selber wollen. Okay. Ja, also wir sind da nicht so, weiß ich nicht, ich müsste jetzt nicht irgendwas bauen, nur weil vielleicht irgendjemand irgendwie das gerne haben möchte. Ja. Dazu ist denn die Zeit auch vielleicht ein bisschen zu schade manchmal. Ich meine, Anregungen, weil mir auch Spaß macht, sind immer willkommen. Wir haben ja über Chris einen Discord-Channel, da kriegen wir auch so ein bisschen Anregungen, das ist ja auch okay, finde ich auch super. Ja, aber letztendlich läuft es darauf hinaus, dass wir sicherlich das bauen, was wir gerne in der Karte hätten oder was wir absolut nirgendwo finden. Oder wenn wir es finden, denn manchmal nur aus dem ersten Teil, was man natürlich konvertieren müsste, ja. Was ich auch mache, damit hat auch vielleicht alles so ein bisschen angefangen, dass ich viel konvertiert habe, aber man hängt ja dann halt daran an der Stelle fest, wo man sagt, okay, jetzt kann ich es aber nicht in meiner Map einbauen und dann anschließend veröffentlichen, weil das kann ich ja nicht machen. Ich kann ja nicht irgendjemand sagen, ja, wenn du meine Karte spielen willst, musst du ja erstmal diesen Mod konvertieren. Das kann man so nicht machen. Ne? Ja, ja, aber da macht ihr im Grunde das, was ich von vielen anderen jetzt auch schon gehört habe, also auch gerade von den Modern. Es fehlt was, dann baue ich es mir halt eben gerade selbst. Genau. Ja? Genau, das so kann man das eigentlich auf den Punkt bringen. Ja. Das ist natürlich, wenn man das kann, ist das natürlich geil und vor allem, wenn man das noch zur Verfügung stellt für andere, umso besser und vor allem, wenn das genau die Sachen sind, die sowieso die ganze Zeit schon gewünscht wurden, dann sowieso. Ja, das ist wohl eher ein Zufall. Also wir hatten bei vielen Sachen bestimmt nicht so den Gedanken, dass das jetzt die Welt braucht, sag ich jetzt mal, ja. Aber das war für uns halt wichtig und wir haben mir dann auch gedacht, bei den Menschen, okay, da war das vielleicht schon so eine Idee, dass ich gedacht hätte, ja, wenn es keiner hat, dann könnte ja schon sein, dass das ein paar Leute interessant finden, ja. Ja, also... Aber dass der dann so super ankommt, also bei Steam wurde ja, weiß ich wie viele tausende Male runtergeladen, finde ich ja schon toll, ja. Ja. Aber hätte ich nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, ich hatte selbst die Anfrage gestellt im Mod-Request-Bereich nach Personen. Und ich weiß gar nicht, wer geantwortet hatte, der hatte noch gesagt, wie diese Personen aufgebaut sind. Das sind ja so Skeletons irgendwie, die haben genau, ja ihre Sitzhaltung, ja. Und diese Blätterhaltung und so weiter, ne? Also wie diese mit dem Handy oder Buchblättern oder wie auch immer. Genau, genau. Und dass es wohl nicht so einfach ist, wenn man sich jetzt auch noch, wenn man also komplett andere Positionen da erstellen will, ne? Genau, den Versuch hatte ich auch. Also man kriegt sie mit vielen, vielen Umweg und ein bisschen Kenntnisse, kriegt man sie vielleicht so aus dem Spiel raus, dass man sie in Blender geöffnet bekommt, die Figur an sich, dann könnte man sie vielleicht auch ändern. Das Problem ist, in dem Moment verhaut er gänzlich die Animation. Ja, ja, und okay. Dann hat man das Problem, dass man, weiß ich nicht, da bin ich nicht bewandert genug für, dass ich jetzt sage, ich schaffe das wieder eine vernünftige Animation zustande zu bekommen. Ich weiß auch nicht, wie das rechtlich denn aussieht, wenn man so eine Figur so verändert. Ja, ich meine, Urban Games sagt ja nichts dazu, wenn man jetzt mal die repaintet. Da ist ja, hat man ja ein bisschen sozusagen freie Hand, aber man sollte die Modelle ja, denke ich, schon nicht nehmen und dann komplett, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, ist ja auch so eine Frage. Ja, 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 richtig, genau. Das halt, ja. Aber es ist halt auch arg, ich kann mir vorstellen, dass es arg, arg schwierig ist. Also eine Animation von so einem Menschen zu erstellen, kann ich mir schon arg schwierig, also ich kann es nicht.
Ich glaube auch, also zumindest von denen ich es gelesen habe, da weiß ich, okay, die sind schon lang dabei. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das beantwortet hat, aber von Namen her wusste ich, okay, die sind lang dabei, die wissen, wovon sie reden. Und wenn selbst die sagen, weiß ich nicht, dann war mir es klar, dass das irgendwie nicht machbar ist. Oder erstmal nicht. Nicht so einfach. Oder ist es halt, oder ist halt so aufwendig, dass man dann schon überlegt, ob das für so eine Geschichte, die man ja doch kostenlos hier zur Verfügung stellt, ob das diesen Aufwand wert ist letztendlich. Ja. Es ist halt wieder die Frage, bis jemand irgendwie einen Kniff findet, das umzusetzen. Ich meine, das Thema Bäume war auch eins. Lange Zeit waren es so Bäume, keine Ahnung, wie wir die erstellen sollen, wie das funktioniert. Und auf einmal gibt es jetzt Bäume, fast schon en masse, sage ich jetzt mal. Ja. Nicht ganz, aber doch schon in großer Vielfalt. Ja. Oder ich meine, guckt euch die Timetable-Mod an oder andere Dinge. Also irgendeiner findet einen Kniff, wie man irgendwas so umbiegt, dass man es irgendwie herstellen kann. Das kann passieren. Ja. Ja, also bei den Figuren früher oder später vielleicht auch tatsächlich. Ja. Das ist halt das Problem hier, dass die Vielfalt, also es ist eine gewisse Vielfalt gegeben, aber irgendwann ist halt so, dass man sagt, also irgendwie sind hier gefühlt 80 Mal dieselbe Person oder derselbe Baum oder was auch immer. Also ich kann es am allerbesten nachvollziehen, gerade als Schönbauer, dass man immer sagt, ich kann es nicht mehr sehen. Ja, RAB Lokführer steht bei mir 800 Mal rum, ja, bis ich dann kam und hab da irgendwie neue Figuren gebracht. Genau. Also ich bin jetzt hier tatsächlich, ich konstruiere hier irgendwie so ein rudimentäres Sägewerk, so ein kleiner Betrieb. Und ich würde jetzt an der Stelle tatsächlich mal hier auf eure Sachen eingehen und mal die Palme auswählen. Also hier sind wir auch schon direkt bei den Figuren. Ja. Gut, die hatte ich noch gemacht, da hatten wir noch keine Palme, deswegen sind die nicht unter der Palme. Aber ich benutze ja auch den anderen Menschenmod, der ursprüngliche, mit den ursprünglichen Menschen, der ist ja irgendwo auf der gleichen Ebene dort angeordnet. Ja. Und das fand ich am Anfang auch sehr praktisch, dass meine Menschen natürlich da auch an der Stelle dann sind. Das war auch sicherlich der Hintergrund. Bei mir ist er hier unter dem Häuschen. Da ist er irgendwo. Der ist hier vorne irgendwo, hier. Ach, das ist der vom Transport für Nett. Ich hatte den von Steam abonniert. Ich weiß jetzt ja nicht, wer den gemacht hat. Den anderen, den gibt ja bloß. Ja, genau. Genau, da sind die dann bei dir hier. Und der ist nämlich genau hier runter. Und eingeordnet, dann hatte ich gedacht, Mensch, okay, dann machst du das da auch an der Stelle. Okay, also ich zeig's mal kurz. Also ich finde zum Beispiel hier wunderbar den Cowboy, den Farmer. Und, das Zimmermädchen ist immer super, gerade so als, ich sag mal so, in so einem Landgasthof auch draußen beispielsweise, ja. Arbeiter, das war immer so ein Thema. Ich habe das wie oft im Forum gelesen, wir haben keine Arbeiter. Oh, hier hätten wir jetzt tatsächlich mal zwei. Sehr häufig benutzt, wie ich so in den Bildern zum Beispiel erkennen kann. Ja. Also absolut perfekt. Und dann natürlich hier die ganze Varianz, die ihr noch anbietet, darüber hinaus. Freizeit mit verschiedenen Hemden, elegant, nach Thema sortiert. Wir haben hier tatsächlich auch mal zwei Personen, männlich, weiblich, für, ich sag mal so, Wirksetting. Genau. Und dann habt ihr noch einen draufgesetzt und habt dann gesagt, okay, wir haben jetzt noch Militär, Polizei, weil auch das, es gibt also Fahrzeuge mittlerweile schon ein paar, aber es gab nie Figuren dazu. Ja, jetzt hätten wir Polizisten, Polizesse. Genau, da kamen tatsächlich die Ideen nach dem ersten Mod von den Usern selber, ja, das ist ja klar. Das war auch so inspirierend dafür, denn so, dass wir gesagt haben, Mensch, das geht Feuerwehrmann. Ich sage, oh, da müsste man mal versuchen, oder? Das ist natürlich immer relativ schwierig. Man ist natürlich an die, also wenn die Person Sachen anhat, dann hat die ja zum Beispiel die Hose, die einen gewissen Schlag wirft. Ja. Genau. Und diesen Schlag bekommst du ja nicht weg. Ja. Ne? Das heißt, deswegen nackte Menschen oder im Bikini kann man auch keine nackten Menschen machen. Genau. Das sieht halt aus, als ob der eine hautfarbene Hose anhat. Ne? Ja. Das ist halt echt schwierig. Also es sind Sachen, also es gibt viele Sachen, die kann man halt nicht machen. Ich werde dann immer wieder gefragt, warum gibt es gegen Fußballteams oder Leute für den Strand, weil in einem Bikini und Badehose. Das funktioniert halt einfach nicht. Also die nette Dame da ganz am Anfang, die habe ich ja dann so eine Ringelsöckchen, über an den Füßen sozusagen. Um diesen Schlag an den Füßen von ihrer Hose, die sie ja ursprünglich eigentlich anhatte, um das wegzubekommen. Und man kann halt auch, wenn man die komplette Textur wegnimmt, dann sieht man erstmal, wie diese Person modelliert ist. Ja? Und dann sieht man auch, was man eigentlich nicht machen kann. Nämlich, man kann keinen nackten Mensch daraus machen oder eben mit Badehose oder so. Das funktioniert halt leider nicht. Ah, ich verstehe. Und mit dem Helm und so ist das halt ähnlich. Es gibt genau eine einzelne Person bei dem ganzen Mods, das ist dieser, eigentlich im Ursprung ist das, glaube ich, so ein, was ist denn das? Ist das so ein Fliegertyp? Ich glaube, der Flieger, ja. Aus Ohne Ära, genau. Und den habe ich dann halt als einzigen Mensch für alle, genau wie den Feuerwehrmann oder den Soldaten, habe ich dafür zweckentfremdet, weil es gibt ja keinen anderen mit Helm. Richtig. Ja, kam natürlich gleich so eine Bemerkung, so der Helm, der ist aber nicht wirklich ein Feuerwehrhelm oder so. Ja klar, ich musste ja nur den nehmen, der Mensch halt auf dem Kopf hat, ja, letztendlich. Genau, es hat ja die Haube noch oben, man sieht es ja jetzt hier auch. Richtig. Ja, das lässt sich halt nicht ändern, aber ich denke mal, in der Not ist es schon erstmal
eine vernünftige Lösung gewesen. Ja, auf jeden Fall. Also und deswegen hat halt die nette Dame da mit diesen roten Shorts da auch diese Ringelsöckchen, oder die daneben ja genauso, weil die halt unten so einen Schlag an den Füßen hat. Also man würde, ich kann jetzt daraus keinen schlanken Knöchel machen, das funktioniert nicht. Ja. Okay. Ja, da sieht man mal, man ist auf diese Modelle halt angewiesen, denn ich greife bei diesem Mod logischerweise, was auch sehr performance-sparend aber allerdings auch ist, auf die Modelle des Spiels zurück, logischerweise. Ja. Und pack nur die Textur von mir sozusagen da drauf. Ja. Okay, also das war mir schon klar, aber das ist halt tatsächlich dann hier und dann diese Schwierigkeit mit sich bringt, weil halt eben hier diese Hosen standardmäßig angedeutet sind oder halt vormodelliert sind, sage ich mal. Genau, genau. Gute Lösung aber auf jeden Fall. Hier schöne hohe Stiefel, heiß. Ja, man muss sich da was einfallen lassen. Also ist halt. Ja, ja das, ich hatte das auch gesehen bei den Soldaten und auch bei dem Feuerwehrmann, dass sie keinen echten Helm haben. Aber jetzt mal, sagen wir mal ganz, ganz ehrlich, also drauf geschissen. Ja, man geht ja auch nicht. Wann geht man mal ernst nah mit dem Kameratool daran, ja? Ja, vor allem, man hat jetzt einfach mal was es out of the box nicht gab oder auf das vielleicht keiner gekommen wäre und ihr habt es halt einfach gemacht und ihr habt das Beste rausgeholt, was euch zur Verfügung steht, erstmal, ja? Also ich denke auch, das kann man... Ich würde an einer Stelle nochmal anzugreifen einwerfen, was mir nämlich gerade durch den Kopf geht. Ich bekomme, oder wir haben bei den Mod oft, oder bei dem Vorstellungsvideo bei mir bei YouTube zum Beispiel, oft einen Kommentar bekommen, ja, die Leute generieren sich ja nicht vom Spiel her selbst. Mhm. Ne? Also klar, man kann die jetzt als Assets setzen und die sind doch animiert, das ist alles fein, aber das Spiel sagt jetzt nicht, ah, da kommt jetzt die schöne Frau mit den Shorts raus. Ja. Das haben wir absichtlich so gemacht. Das ist jetzt nicht, dass es nicht gehen würde. Das ist nur ein Knopfdruck. Ja, ja also das ist jetzt nicht so, dass es schwierig also, wäre. Aber es würde halt auch so sein, dass halt alle anderen Personen auch überall generiert werden. Also, ne? Man müsste bei jeder Person separiert einstellen, ob die jetzt ein reines Asset ist oder ob die auch vom Spiel benutzt wird. Und ich weiß nicht, also weil meine Figuren sind ja doch sehr gut, klar, es gibt so diese Branche hier, wo die normalen Freizeitgestaltung sind, genau, die Freizeitklamotten, ja. Die könnte man da vielleicht mit irgendwie einwerfen, dass sie damit umherrennen. Aber irgendwie in dem Gesamtmod, genau wie diese Random-Funktion, da bin ich immer noch überlegen. Ja, wurde dreimal angeschrieben, warum gibt es keine Random-Funktion? Ja, machen doch so viele jetzt. Ja. Ich meine, ich weiß doch, wie es geht, so ist es nicht. Nur mir ist noch nicht die Lösung gefunden, wie ich jetzt eine Random-Funktion einbaue. Also da müsste man ja ergo praktisch alle, wie so ein bestimmtes Thema, da kann ja keine Braut auf jeden Fall beim Random mit beistehen, wenn ich die irgendwie in Masse hintereinander setzen will. Also da sind wir noch so mal überlegen, wie man das vielleicht umsetzen kann. Aber da habe ich schon so eine Idee, vielleicht kommt da auch irgendwann was. Ah. Ja, dass man vielleicht aus beiden Mods zusammen nur diese, sag mal, diese Zivilklamotten anhaben, diese Menschen nimmt und da draußen eine Random-Funktion anbietet. Dass man einfach mal schnell, wenn man irgendwie einen Park oder irgendwas baut, dass man da ganz schnell mal alle Menschen hintereinander immer verschiedene Klamotten hinstellen kann. Aber da sind wir noch am Überlegen. Also das ist nicht so, dass es nicht geht, aber wir haben noch nicht so die Idee gehabt. Ah, okay, und dass ihr irgendwie auch so ein Set habt, ich sag mal, mit den Zivilpersonen, bei denen ihr sagt, die geben wir auch für KI-Nutzung frei? Könnte man auch überlegen, ja. Ja, wie gesagt, da sind wir noch nicht so weit, haben wir da noch nicht drüber nachgedacht. Am Anfang war ich noch nicht, von meinem Wissen her, auch nicht so weit. Mir ist jetzt selber, als ganz am Anfang ist es mir passiert, ich wollte, die hatten erste Person, da repainted war sie ja, die mit den Shorts, die mit den roten, und dann ist die tatsächlich da rumgerannt. Beim Spiel ist es letztendlich so, dass das Spiel noch eine vierte Texturebene drauf packt. Dadurch sehen die Figuren im Spiel alle noch ein bisschen anders aus, weil da ist noch eine Farbebene. Mhm. Also die setzen zum Beispiel nicht immer eine rote Hose, wie das bei ihr jetzt ist hier, sondern die packen dann nochmal eine andere Farbe über bestimmte Bereiche drüber. Das habe ich gesehen, denn wenn du in der Stadt bist, dann siehst du Personen, die du in der Auswahl nicht hast. Die du sonst nicht hast. Und da habe ich immer gefragt, wo kommen die denn her? Genau. Und das ist einfach noch eine Texturebene, die auch... Und ich habe mir mal... Die Originaldateien von Urban Games, da mal durchgeguckt, das ist arg kompliziert, was die da gebaut haben, muss man ganz arg sagen. Da fehlen mir vielleicht noch ein bisschen das Wissen. Ja. Und man müsste das jetzt ausschließen, dass praktisch da irgendwas überlagert wird, also irgendein Texturformat dazukommt, weil da wäre noch die Haarfarbe, wird dann anders gewählt, sogar die Hautfarbe wird teilweise anders gewählt. Ist alles ein bisschen sehr kompliziert. Also so weit sind wir vielleicht auch noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber siehst du, auch das wieder, glaube ich, für den einen oder anderen eine interessante Information, weil ich mich das immer gefragt habe. Ich glaube, ich hatte die Frage auch schon im Workshop gestellt. Vielen Dank für die Auswahl der Person, aber es gibt doch im Spiel noch viel mehr. Warum holt ihr die denn nicht aus dem Spiel raus? Mhm. Aber jetzt erklärt das natürlich, ja, weil es diese Person nicht als Person gibt, sondern hat einfach nur Overlays halt im Grunde. Ja. Genau, das sind bestimmte Zahlenkombinationen für Farbcodes. Was ich ja mal gesagt, das ist ja eine Art Alpha-Wert oder nein? Genau, das wird einfach überlagert sozusagen. Ja. Also so wie sie jetzt hier diese Mods, die du ja hier auch hast von den die Personenmods, also nicht von mir, die anderen, ja, die nutzen halt den Standard, es gibt eine Standardfarbe, die der Mensch dort hat, und dann wird noch eine Textur drüber gelegt, die praktisch alle möglichen anderen Varianten, die wir so sehen im Spiel, dann andeutet oder überlagert oder wie auch immer das funktioniert. Ah, okay, verstehe. Interessant. Aber ich sag mal so, gut, wer weiß, was Urban Games vielleicht noch bringt oder welcher Baukasten geskriptet wird. Keine Ahnung, was da noch kommt. Bis dahin finde ich, ist das alles sehr geil, auch was die Tiere angeht. Alleine die Kuh. Wir hatten eine Kuh, ja? Ich glaube, mit dem anderen Mod gab es zwei, und jetzt habt ihr da noch alles Mögliche draus gemacht, und ich nutze sie sehr gerne hier. Angus, Hereford, ja, und so weiter. Und was ich auch mal sehr gerne nutze natürlich, ist hier Der Hund. Als Hund, genau. Der Hund sozusagen. Ich nehme den auch als Hund immer, ja. Wenn man halt keinen Hund hat. War auch so die Uridee eigentlich. Was kann man machen, dass da aussieht wie ein Hund, ja? Ja. Und ich wollte aber auch ein bisschen realistisch bleiben und habe ganz Google, der hier sucht nach Möglichkeiten, und den Darwin-Fuchs, den gibt's, wenn ihr nochmal googeln möchtet, den gibt's tatsächlich. Ist also, die ganzen Tiere gibt's eigentlich wirklich und sehen auch ungefähr so aus. Also, aber den kann man gut als Hund durchgehen. Absolut, der ist der Hund. Und den Fuchs, den ihr habt, den Rotfuchs hier, den habt ihr in der Größe reduziert, oder ist er gleich geblieben? Nee, wir haben die alle ja ein bisschen angepasst. Also habe ich mich, also gut, auch, also der Fuchs, wenn der so in freier Wildbahn hier in Transportfirmen herrennt, der ist doch arg groß. Der ist wie ein Wolf, ja. Ja, und den habe ich ein bisschen kleiner gemacht, 80%. Und dann natürlich haben wir ja hier diese, also die drei Größenvarianten, groß, mittel, klein, sollen also mehr oder weniger Männchen, Weibchen, Kind darstellen, so ein bisschen immer. Mhm. Und wir haben das auch versucht, da so ein bisschen von der Größe her anzupassen. Wo jetzt? Wo haben wir die? Ach, hier unten. Das? Ganz unten, genau. Ah, okay. Also Mittel wäre sozusagen vielleicht das passende Weibchen, und ein kleines immer so ein Tier. Also wir haben es auch bei, die sind auch alle unterschiedlich. Bei Bären ist ja meistens... Beim Eisbär sieht es sehr, sehr süß aus. Und da ist ja auch, und beim Bär ist ja auch der Babybär, sag ich mal, extrem kleiner, wie es heute beim Hund. Ja, genau. Ja, also ich hab vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich einen Fuchs hier in freier Wildbahn gesehen, und der hätte eigentlich diese Größe. Ja. Ja. Genau, also das ist gut. Man ist ja halt auch ein Spiel, muss man ja so sehen. Richtig. Und wenn man viele Tiere zuklehnen macht, dann sieht man sie ja gar nicht mehr. Das, ja, das Sinn. Er ist schon richtig, also ein bisschen. Aber der Fuchs, der immer in freier Wildbahn hier umherrennt, der ist schon arg groß, also ja, muss man sagen. Ist ein Schäferhund, Wolfsgröße, sowas. Ja. Genau, Wolf, ja. Wolf hätte auch noch eine Idee sein können. Ja. Naja, okay. Absolut, ja. Bleib beim nächsten. Ja, genau, beim nächsten. Aber ich glaube, du hattest, Ingo, du hattest mal nicht gesagt, nee, nicht mehr. Da hattest du, glaube ich, das hat erstmal mittlerweile gereicht, ne? Also wir haben schon ein paar Ideen wieder, weil gerade Bauarbeiter und so, mittlerweile ist ja schon mehr ein bisschen von ab. Ja. Die kann mehr, ist ja, also, ja, man kann es sich halt öfters mal anhören, dass wieder eine neue Idee kommt. Ja. Und vielleicht gibt es da irgendwann mal noch eine dritte Sache. Wir haben philosophiert über alles, was so Arbeiter an sich angeht. Ja. Ja. Hier in der auch zum Beispiel, der Tierpfleger sieht doch knuffig aus, oder was auch immer daneben, rechts daneben, der Hausmeister wird ja auch sehr häufig in irgendwelchen Bildern genommen, weil er so schön blöde aussieht, auch im Gesicht. Ja. Der ist ja ursprünglich, ist ja total verrußt, weil richtig, der irgendwie Ära 1 irgendwie war. Lokführer, ganz genau, ja. Und ich musste nur irgendwie den sein Gesicht natürlich irgendwie in schön malen, also dass der nicht völlig verrußt aussieht. Und irgendwie ist mir da, sind seine Gesichtszüge etwas entglitten bei der ganzen Geschichte. Oh ja, das stimmt. Aber, er guckt ein bisschen und ernst, da kam schon, also ich glaube, bei Steam hat mal in einem Bild veröffentlicht, nur in der Frontale sein Gesicht, und hat irgendwie schlechten Freitag oder irgendwas daneben geschrieben. Also er war ganz witzig, ja, aber gut. Ja, ich habe den Hausmeister tatsächlich auch dann wahrscheinlich passend zu dem Thema genommen, und er schimpft kleine Kinder beim Fußballspielen aus. Da passt er. Ja, also ich hatte den hier, warte, ich schwenke mal eben rüber in meinen Ruppelbauabschnitt, und da habe ich ihn auf einen Parkplatz gesetzt, und Kinder spielen Fußball, und der Hausmeister kommt raus und schimpft. Ja, also wahrscheinlich habe ich dann genau unterbewusst das getroffen, was ich gedacht habe. Genau, wo haben wir es? Aber jedenfalls diese Idee vielleicht, ich meine, den könnte man ja jetzt auch mal noch
grünlichen Kittel anmachen oder was weiß der Geier. Also ja. Vielleicht so als Arbeiter, ja, meine, man nimmt ja, ich mach's ja selber, jetzt, ich merk's ja selber, wenn ich jetzt baue, man nimmt diese drei Arbeiter, die man da hat und gerade den LKW-Fahrer und ihn hier, die nehme ich halt sehr häufig. Ja. Aber da könnte man noch ein paar Farbtöne zum Beispiel dazu bringen, ein paar, mal sehen. Also mal sehen, wie Zeit und Lust ist. Ja, der meckert hier, ja. Er meckert hier, genau. Ich spiele hier Fußball auf dem Parkplatz, sagt hier, weg hier, gehören, Ball gehört jetzt mir, haut ab. Einmal frei. Genau. Ja, also ja, die Schrumpfenfunktion, das war auch so eine Idee, wo wir gesagt haben, warum kann man die nicht alle gleich, die hatten wir nach, die waren nicht am Anfang dabei. Wollte ich gerade sagen, die habt ihr nachgeliefert. Ja, im ersten Update, ja. Mhm. Irgendwo haben wir gedacht, Mensch, das geht eigentlich, ist ja gar nicht so schwierig, eine Skalierenfunktion einzubauen, also die haben wir dann Schrumpfenfunktion genannt. Ja. Wenn es so keine Kinder schon mal gibt, dann kann man wenigstens so ein bisschen so tun, ja, als ob. Richtig, weil bei dieser Mod, die es auch im Workshop gibt, da hatte man immer Erwachsen, Kind, Jugendlich. Dummerweise steht das manchmal auf Kind oder auf Jugendlich und ich setze dann das Falsche. Ja? Und ihr habt das über Schrumpfen gemacht, das heißt also tatsächlich skalierbar. Und ihr habt dieses schöne Ding reingebracht, Oho und Och nö. Für die, das kam aber auch nur durch den Hotelmod von Chris zustande, weil der ja tolle Liegen gebaut hat für meinen Strand. Und dann stand ich natürlich da. Ja, wie legst du denn die jetzt da drauf? Ja, geht ja. Ja, genau. Genau. Und deswegen auch die 80 Grad, weil die 80 Grad Liegen passen genau auf unsere Liegen von dem Hotelmod. Ah. Dass die praktisch mit dem Kopf direkt auf dieser Liege liegen, sozusagen, also leicht schräg. Ja. 90 Grad noch für andere Spielereien, oho, ist ja okay. Ich verstehe. Also ich habe das auch irgendwo tatsächlich benutzt. Ist ja klar, muss man da gleich ausnutzen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Abschnitt. Hier müsste das, glaube ich, gewesen sein. Da haben wir ein Feld. Und irgendwo gab es ein Auto und da war dann auch Oho. Ja? Oho. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, so eine Szene habe ich auch mal gebaut. Ja, ja muss ja sein, oder? Man muss aber hier dazu sagen, wenn man natürlich... ja. Wenn man, ja. Aha, Oho. Oho. Das ist die Oho-Szene. Genau. Schon, natürlich. Man muss aber dazu sagen, wenn man dann wiederum Oho und sitzend einstellt... Dann kommt kurios. Nein, dann sieht es natürlich so aus, als ob man knien würde. Richtig. Stimmt, das hatten wir als Gärtner oft verwertet. Was natürlich als Gärtner auch oft eingesetzt wird, hatte ich auch in meiner Karte schon eingebaut und auch bei den Schönbau-Videos, die wir dann verfilmt haben, würde ich mal sagen. Ja, man kann es schön einsetzen. Ja, der genau. Also, na, sag, da ist er ja. Der genau. Streicht den Zaun. Der streicht den Zaun. Und ja, super. Nee, also die Idee fand ich super und ja. Auf den ersten Blick sieht es aus, als ob er kniet. Ja. Genau, es sieht aus, als ob er kniet. Und ich habe das, als ich das rausgebracht habe, und ich habe das, irgendjemand hat das, weiß nicht, ob ihr das in einem Video veröffentlicht hatte oder ob ich auf dem Screenshot gesehen habe, da ging es tatsächlich um diese kniende Position. Da habe ich gedacht, ach, ist das geil. Da kannst du gleich... Doch, Chris im Video. Chris hat das im Video gezeigt. Ja. Ne? Weil da dachte ich, da kannst du jetzt noch mehr tatsächlich machen. Und das erste Mal, wo ich das eingesetzt hatte, war hier. Hier ist so eine kleine Fischzucht und da sieht man hier am Rand, sitzt er hier und wühlt im Wasser. Cool. Ja, man sieht, das sieht ein bisschen unprofessionell aus, aber weil die Beine kommen aus der Mauer. Aber ja, aber vorher wäre das so erstmal nicht möglich gewesen, von daher. Richtig, ganz super. Genau. Und hier seht ihr auch euren einen der Fische. Und natürlich habe ich auch die zweckentfremdet, weil auch da habt ihr euch wieder was Gutes einfallen lassen. Ich schwenk mal hin, bevor ich es erwähne. Das müsste irgendwo hier hinten in einem Abschnitt sein. Hier haben wir ein Boot. Ihr habt nämlich auch gesagt, wir machen tote Fische. Ja, hier. Ja. Was auch immer euch da geritten hat. Ja. Naja, ich dachte so für den Fischmarkt, ehrlich. Also nicht so. Ach so. So die Idee hatte ich nicht, aber okay, super. Es ist eigentlich wieder entstanden. Ingo hat ein schönes Bild gebaut, eine Szenerie. Ja. Und wir hatten die Fische. Und er sagt, ja, wenn ich jetzt aber den Fisch auf den Markt lege, dann wackeln die alle da rum. Das kann ja nur nicht wahr sein. Ja, erst habe ich stundenlang damit verbracht, weil in dem eigentlichen Tiermod, den es gibt, da sind die Fische interessanterweise nicht animiert. Alles andere ist animiert, die Fische nicht. Dann habe ich gedacht, warum hat derjenige denn die Fische nicht animiert? Denn die Animation ist bei Oran Games ja grundsätzlich mit bei. Richtig. So, dann habe ich daran rumgebastelt und habe auch den Fisch animiert bekommen. So, und dann kam auch genau das, was Chris gerade gesagt hat. Dann habe ich gedacht, jetzt habe ich zwar einen animierten Fisch, den kann ich in so ein Fischbecken drin setzen, aber auf dem Fischmarkt oder irgendwo, da wackelt er jetzt so querliegend noch um den Tisch und taucht nicht hin. Deswegen haben wir toter Fisch zusätzlich mit eingebaut. Das war so der Hintergrund. Ja. Genau, und hier passt es wunderbar, ja. Ja, wunderbar. Sieht das toll. Schöne Szene. Schön, ja. Und wenn man hier rüber geht, dann habt ihr nämlich auch aus der Möwe einen tropischen Vogel gemacht, ja? Hier. Ja, die sind... Ja. Da muss ich ganz ehrlich einstehen. Die ist ja... Okay, die sind... ich hatte auch bunter Vogel irgendwie in die Mod runtergeschrieben oder so.
Ich glaube, bei der Mod-Beschreibung habe ich es auch hingeschrieben, kleiner, hässlicher, bunter Vogel, weil es war nicht mehr rausholen. Ich habe alles Mögliche versucht, um irgendwie da außen Papagei zu machen. Es ist irgendwie nicht zu machen. Ich ja, die Form von der Möwe bleibt halt bleibt Möwe. Ne? Ja. Aber auch schön gemacht mit diesem Nest, oder? Ja, ja, Nest, weil hier am Kraftwerk ist entsprechende Wärme, tropische Wärme. Und da kann man einwandfrei. Idee. Ja, genau. Ja, dann, ich würde mal sagen, und zwar hier hinten habe ich irgendwo, wo habe ich denn meinen letzten Abschnitt, da habe ich ziemlich viel von euren Sachen verbaut. Und da würde ich tatsächlich jetzt mal drauf eingehen, weil ich ja anfangs gesagt habe, dass diese Pakete hier rausbringt, der bringt ja jetzt nicht nur einzelne Pakete raus, sondern die beinhalten auch noch jede Menge Zeug. Jetzt muss ich zugeben, dass ich, glaube ich, mal irgendwo gesagt hatte, oder ich hatte es vermutet, die sehen so ein bisschen aus wie die in der russischen Basel Cathedral. Stellenweise. Richtig, ja. Sind das dieselben Gebäude oder sind die nur ähnlich? Nee, ein Teil davon ist tatsächlich von demjenigen. Okay. Also da wurde ich auch schon drauf angesprochen, weil die gedacht haben, ich habe das jetzt irgendwie da rausgeklaut. Die muss man ja mal erklären. Also die Idee dazu, die ist liegt sehr, sehr lange zurück, war letztes Jahr irgendwann, noch weit bevor ich mit diesem ganzen Modding so intensiv angefangen habe. Da habe ich gedacht, Mensch, Modelle, man muss ja das Rad nicht neu erfinden, ist mal so meine Idee. Ja. Und da gibt es viele, viele, viele schöne Modelle. Und derjenige, der heißt, glaube ich, Dennis oder so, das ist ein russischer Fotograf. Mhm. Und der baut nebenbei so 3D-Modelle. Mhm. Und der verkauft die auch. Zum Beispiel bei den, das ist jetzt keine Namen, aber von diesen bekannten 3D-Seiten, wo man so 3D-Modelle halt bekommt. Mhm. Ja. Mhm. Teilweise auch frei zum Download, teilweise für ein paar Euro. Und irgendwann hat er da mal rangeschrieben, dass man ja ihn mal fragen könnte, wenn man mehrere davon gerne hätte. So. Und dann habe ich über eine russische Seite mit den netten, ist wirklich ein sehr, sehr netter, Kontakt aufgenommen und habe dem mal gesagt, wie sieht denn das jetzt aus, wenn ich ein paar Modelle von dir haben will? Wie sieht es mit den rechtlichen Hintergründen aus? Erlaubst du mir, dass ich die in so einem Mod benutze? Hat der gesagt, mir ist es egal, ja, ich mache den super Preis, du sagst mir, was du gerne haben möchtest, dann nehmen wir doch einen Preis runter. Er kann bei SketchUp oder so, heißt ja diese eine Seite, ja, mit dem 3D-Programm, da kann er keinen niedrigen Preis einstellen, von zum Beispiel 1 Euro pro Objekt, kann er, darf er nicht. Er muss da immer 3,99, was ihm eigentlich viel zu teuer erscheint, einstellen, er kann nicht anders und deswegen bietet er sozusagen Mengenrabatt an. Ach. Und dann habe ich mit denen ein bisschen rumgetüftelt und rumgequatscht und habe gesagt, Mensch, du hast so tolle Modelle und ja. Also er hat mir die Erlaubnis gegeben, die zu verändern, ja, also auch umbauen, repainten etc., also für meine Zwecke zu benutzen, die Erlaubnis habe ich, mhm, und habe die erworben. Jetzt denken wahrscheinlich viele, der ist ja voll doof, aber ich meine, ganz ehrlich, ich spiele seit einem Jahr Transportfieber. Man muss mal ja, da kann man nochmal ein paar Euro ausgeben. Ja, wir haben uns natürlich relativ lange darüber unterhalten, ob wir das machen sollten oder nicht. Ja. Ja. Wir hatten angefangen, oder diese Geschichte ist entstanden, nachdem also die Personenmod rauskam und wir hatten beide überhaupt keine Ahnung vom Blender. Die Grundidee war einfach, wenn du ein paar ordentliche Modelle hast und du kannst sie im Blender einladen, ja, dann siehst du, wie das jemand gemacht hat, wie er arbeitet, man lernt auf was er hinaus will. Ja. Und für ein Hobby ein paar Euro auszugeben, ist nie schlimm, bin ich der Meinung. Andere haben immer Tausende, ja, manche also haben wirklich saufen am Wochenende eben 100 Euro, ja, aus. Und ja, ich sag mal, das also ist wir haben, weg. Wir, ja, haben sicherlich, so, wir haben sicherlich auch ein paar Euro dafür ausgegeben. Wir haben vielleicht auch ihn damit, denjenigen damit glücklich gemacht, weil er auch mal ein bisschen was verdient hat. Das ist okay. Er hat mir gesagt, er ist irgendwie gerade ein bisschen knapp an Kasse und er freut sich über jeden, der da ihm ein bisschen was zukommen lässt. Also es scheint, er hat es auch einen guten getroffen. Ich habe auch da, wir haben trotzdem noch 2 Tage darüber nachgedacht, ob, ja, das okay ist. Dafür Geld ausgegeben, aber wie gesagt, wenn man, weißt du, andere Leute, die spielen und kaufen sich jeden Monat ein neues Spiel für teure Geld und ich spiele seit einem Jahr Transportfieber, ja, das ist sehr sparsam, muss man ja so sagen, ja. Das stimmt. Mit kostenlosen Mods, die man immer kriegt und so, ja, super Sache. Und deswegen habe ich gesagt, warum sollte man nicht auch mal Geld investieren, wenn ich dann auch die Erlaubnis habe. Und so ist dieser eine ENC Mod, dieser mit den Buildings, der ist daraus entstanden. Also nicht alle Modelle, eine hat Chris auch gebaut, ja, die Straßenstände und ein paar die Kleinigkeitenmodelle, ja, also drumherum. Ja. Ja, und die Arbeit dahinter, die habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz gesehen am Anfang. Deswegen hat der die ganzen Objekte, die ich von dem netten Mann gekriegt habe, das sind weit mehr noch als etwas bei gesehen. Aber letztendlich sind die natürlich alle als FBX-Datei, also so eine 3D-Datei. Da sind nicht die passenden Texturen dabei, da muss notfalls noch die Größe angepasst werden, eine Bodenplatte drunter gemacht werden.
Also es ist nicht zu unterschätzen. Wahrscheinlich ist Chris schneller, wenn er einen Blender irgendwann selber baut manchmal. Es sind ja auch bis 4 Wände und Dachdruck bei manchen. Schöne Texturen sind dabei, na klar. Also man will das nicht unterschätzen. Das ist schon schön, was er da gemacht hat. Aber die Nacharbeit war auch nur 2 Monate. Also wir haben wirklich lange dran gesessen, um diese Gebäude dann praktisch so umzusetzen, dass die hier in dem Spiel auch wunderbar funktionieren und da sind, ja. Also da waren keine normalen Maps bei, also diese Bump-Mapping, da waren keine Glossy-Texturen dabei, da war nichts dabei, man musste alles irgendwie selber erarbeiten. Viel Arbeit trotzdem noch dahinter. Auch wenn Wahnsinn. Mich hat da auch jemand angefragt, ja, die sind ja gar nicht von dir, die Objekte, ja, und so. Das wird dann gleich so minimiert, ja, aber trotz alledem war das noch eine Riesenarbeit. Also da, wie gesagt, 2 Monate immer wieder abends, immer wieder ein bisschen dran gebastelt. Also sollte man nicht unterschätzen. Krass. Ja, und also ich meine, da drängt sich mir die Frage auf, das habe ich die anderen auch immer gefragt. Irgendwie so ein Obolus an euch via Spendenbutton oder sowas. Habt ihr sowas? Spendenbutton haben wir, einen PayPal-Button haben wir unter unseren, also bei Steam und bei Steam, bei Ingo gibt's ihn. Bei YouTube, ja. Perfekt. Okay. Man darf ja noch nicht, ne? Wenn man keine 1000 Abonnenten hat, ist man nicht monetarisiert. Ja, ist man nichts. Hab ich nicht, bin also nichts, ist auch okay. Nee, wir legen es auch nicht darauf an. Natürlich, und ich habe es auch schon mal in zwei Videos erwähnt, Mensch, wenn ihr uns unterstützen wollt, gebt mir ein Abo, weil Ingo macht ja bei meinem Kanal hier mit. Ja, der freut sich natürlich auch darüber. Oder natürlich, wenn ihr uns richtig, also wenn ihr den Ingo was Jute tun wollt, dann über Steam, da gibt es so ein Pay-Me-Button, ist es ja von PayPal. Genau, ja. Und da kann man natürlich was machen, wenn also man selten, möchte. Aber auf dem Weg kann man sich ja auch mal dafür bedanken. Es kam schon mal der ein oder andere, der mir da 5 Euro gespendet hat. Ja, dafür auch mal von dieser Seite jetzt, wenn es derjenige vielleicht so hört, herzlichen Dank. Das ist natürlich nicht, dass man damit jetzt besser lebt oder reicher wird, aber das ist eine wahnsinnige Motivation. Das ist, da rennt man, die E-Mail, wenn ich da kriege, 5 Euro, die bleibt da tagelang in meinem E-Mail-Ordner vorne liegen, weil man sich darüber einfach nur freut. Das ist einfach eine riesen, na ist so, ja, irgendwo, ist ja so, mal ganz ehrlich, ist 5 Euro mehr oder weniger im Leben, die helfen ihnen jetzt auch nicht wirklich weiter, aber das ist eine wahnsinnige Bereicherung, sag mal, dass man es bekommen hat. Richtig. Also als Anerkennung sozusagen. Ja. So sehe ich das auch. Ich habe das jetzt auch schon das eine oder andere Mal bei dem einen oder anderen gemacht. Ich finde, das ist auch eine Form der Wertschätzung. Einmal den Angeboten gegenüber, also jetzt in dem Fall von euch Assets, ja, aber halt auch den Personen, die dahinter stecken, dass sie ihre Zeit wirklich opfern, in der Freizeit all das zu machen und sich dann auch noch vielleicht immer irgendeiner harschen Kritik aussetzen, wenn irgendwas nicht funktioniert, man sich rechtfertigen muss, warum das noch nicht fertig ist und was das alles so mit sich bringt, muss man ja leider auch sagen, ja. Also deswegen dafür also wirklich Hut ab, auch dass ihr das dann, dass ihr diesen Invest getätigt habt, um diese Objekte da zu kaufen und sie zu verwerten und rauszuwerfen, ja. Das ist krass. Im Nachhinein muss man jetzt natürlich sagen, wenn man jetzt die Zeit zurückdrehen könnte, würden wir wahrscheinlich sagen, nee, danke. Ja. Ja, weil wir haben uns da wirklich tolle Sachen rausgenommen und das ist so nicht zu unterschätzen, vor allen Dingen, was die Fotografie dahinter angeht und so, weil er ist ja Fotograf, der kriegt man natürlich so ja nicht nachgestellt. Ja. Weil er hat halt wirklich manche Gebäude wirklich mit einem echten Foto bemappt, will ich mal sagen. Ja. Und das sieht natürlich wirklich toll aus. Ja, der ist in der Ukraine und in Sibirien und so rumgereist, das scheinbar, und hat dort praktisch die Häuser fotografiert und da sind viele Gebäude daraus entstanden. Ach so, nochmal um kurz, will ich nicht unterbrechen. Nee, alles gut. Aber auf diesen russischen Mod, also der, weil da wurde ich auch angesprochen, ja, du hast sie ja aus dem russischen Mod genommen, sind 5-6 Gebäude oder so, die hat demjenigen, der diesen russischen Mod gemacht hat, zur Verfügung gestellt. Aha. Ja, ich meine, man ist ja nicht zu verbieten. Ich habe ja nicht, nur weil ich jetzt von ihm die Modelle bekommen habe, um sie zu benutzen, hat er ja immer noch das Recht, die den nächsten Not zu geben. Ja, klar. Ist ja nicht so. Ja. Genau, und genauso ist es da scheinbar, da bin ich ehrlich gesagt auch drauf gestoßen erst, weil ich diesen russischen Mod ja auch benutzt habe und nachher irgendwann aber mitbekommen habe, dass der ja die Gebäude ja nicht selber gemacht hat. Oder einen ganzen Teil davon nicht selber. Die Hintergründe wissen wir ja nicht. Aber, und dann habe ich ja gesehen, wer die wirklich gemacht hat. Weil er die ja auch auf verschiedenen Plattformen anbietet. Der hat auch einen eigenen Kanal, wo er Fotos und so anbietet. Und da bin ich ja erstmal drauf gekommen. Mensch, dann könnte man ihn ja mal fragen, wenn die jemand schon gegeben hat für den ersten Teil, vielleicht rückt er die ja auch für den nächsten Teil aus. So war halt ja der Grund. Gedacht. Richtig. Also wir sind ja gerade hier unten in dem Abschnitt. Und wenn ich hier mal runtergehe, hier ist diese Kirche ist aus dem russischen Mod-Paket, aus der Basil Cathedral, diese Holzkirche. Das aber, kann sein, ja. Aber hier nebendran, das müssten tatsächlich schon eure Häuser sein, wenn mich nicht alles täuscht. So aus. Das sieht so aus. Oder hier, also hier auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist
Hütte im Bau und alte Hütte, ne? Genau. Diese zwei sind von euch. Dieser Pferdestall ist aus der russischen Mod. Also das nur mal, mhm. Falls sich jetzt einer fragt, ja, was haben die denn jetzt da überhaupt? Also das hier, solche Also so, so was wie die Leiter zum Beispiel an der Seite oder so, die hat der Chris gebaut übrigens. Das ist großartig. Also wir haben die noch, also viele Objekte waren wirklich, sagt man so schön, quadratisch, praktisch, ja gut, ja. Da hat uns selber ein bisschen was gefehlt. Und wir haben dann noch, Chris hat noch ein Wagenrad gebaut. Und das wollte ich ja gerade noch erzählen. Ja. Also klar, im Nachhinein hätte man es anders gemacht, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Ne? Wo wir denn gesehen haben, aber das hätten wir ja nicht gesehen, hätten wir nicht die Investition getätigt, wie einfach das doch mehr oder weniger ist, so ein Modell zu erstellen, ne? Vier Wände und ein Dach. Und dass das Schwierige eher denn die Textur ist, ich denke, man sieht doch bei den Mods, die wir jetzt in den letzten Monaten rausgebracht haben, dass die Qualität der Mods meines Erachtens exponentiell steigt. Zugenommen hat, ja. Ja, die ersten Mods waren sicherlich, wie zum Beispiel der Hotel-Mod, da gibt meines Erachtens noch einige Sachen, wo ich sage, okay, das hätte man besser machen können. Ne? Muss man aber auch sagen, das waren die ersten 3D-Modelle, die ich zum Beispiel überhaupt im Blender gebaut habe und die ich dann texturiert habe. Und das war auch dann nach dem Mensch-Mod der erste Mod, den der Ingo mit dem Skript dem gemacht hat. Und danach wird natürlich alles immer besser. Ja, natürlich. Also im Nachhinein war doch gut, dass wir das so geholt haben. Auf jeden Fall lehrreich. Lehrreich, und es war auch eine Inspiration, da überhaupt erstmal diesen Weg einzuschlagen. Glaube ich. Also ich meine, wenn wir jetzt gerade mal hier oben sind, wir haben jetzt hier, also ihr seht, in dem Abschnitt habe ich sehr viel von euch benutzt, weil das natürlich alles neu rauskam zu der Zeit und weil es einfach wunderbar hier reingepasst hat. Also wir haben hier einmal diesen Rohbau. Der war von euch, wenn mich nicht alles täuscht. Das kam ungefähr zeitgleich mit den Rohbauten von Peugeot Racer. Der hat ja auch Rohbauten gehabt. Und das hier. Ich glaube, der Rohbau ist nicht von uns. Da bin ich mir. Nee, doch, der ist von uns. Wenn ich die Wohnplatte so betrachte, ist der von uns. Die Stehleiter ist von Chris. Die Stehleiter kenne ich. Achso, ja, genau. So eine Kleinigkeiten wie diese Stehleiter oder so eine Geschichten, die ich manchmal in diesen Rohbauten drin gelegt habe, die hat der Chris nämlich gebaut. Und wir wollten einfach so ein bisschen noch, nicht nur einfach vier Wände und dann ist da nichts weiter, sondern wir haben dann immer irgendwas dazu gepackt, was gleich mit bei ist. Ja, genau, das ist hervorragend, vor allem, weil die auch sagt, mit und ohne Bodenplatte, das ist nämlich auch so ein Feature, weil nicht jeder will. Ja, wenn man es irgendwo an der Schräge bauen will, genau, hier liegen zum Beispiel ein paar Paletten, genau. Genau. Die sind da gleich mit generiert und so, aber die Palette ist so einzeln dabei, die hat wiederum der Christian irgendwie gebaut, oder irgendwie zusätzlich, weiß ich jetzt. Nein, die haben wir irgendwo eingefügt, ja. Genau, die, haben wir da irgendwie eingefügt. Die Palette ist hier, ich habe die Stehleiter noch reingestellt, die ist auch von euch. Ja? Genau. Die Frage, wie du halt gesagt hast, Mensch, da sind immer so viel kleinen Schnickschnack dabei, ne? Das ist halt immer, wenn wir haben eine Grundidee, zum Beispiel die Gewächshäuser. Ja. Ne? Spontane Idee hier beim Kaffeekränzchen gewesen. Mensch, wir haben rausgefunden, wie wir Sachen transparent machen könnten. Ja, was könnten wir jetzt als Mod bauen, was transparent ist? Ich sage, Gewächshäuser. Ja, meinst du, das kriegen wir hin? Ich sage, das schaffen wir schon. So, ich also am Blender und Gewächshäuser gebaut. Stark. Schön, haben wir hingekriegt, ja. Und dann sitzen wir hier und denken uns, okay, jetzt haben wir hier 2-3 Gewächshäuser, jede Seite offen. Zweite Seite offen und so weiter und so fort. Aber du kannst ja nicht, oder so denken wir halt, du kannst ja nicht 3 Gebäude als Mod rausbringen. Das ist irgendwie langweilig. Aber eigentlich sind ja eh nicht Gebäude. Eigentlich ist ja eh nicht Gebäude. Ja, die bauen sind so blöd. Also sitzen wir hier stundenlang und denken darüber nach, okay, was passt jetzt zu dieser Attraktion noch dazu? Ja? Also wird denn noch in die Rüstung gebaut oder wir denken, Mensch, andere Pflanzen wären noch ganz schön, aber wie machst du das? Wie bringst du neue Pflanzen ins Spiel? Ja, und dann bist du wieder beim nächsten Problem. Ja, man wächst halt an den Herausforderungen und so arbeitet man sich dann nach und nach an. Wie beim zweiten Gewächshausmod zum Beispiel, da gibt es ja Tomaten und Gurkenpflanzen. Ja. Es hat doch einige Tage gedauert, bis wir herausgefunden haben mit der Transparenz und wie ich diesen Blender baue. Ja, aber im Endeffekt finde ich das Ergebnis ja nicht so schlecht und ja, die nächsten Pflanzen werden vielleicht noch besser, wenn man sich damit weiter beschäftigt. Aber auf jeden Fall haben wir was geschafft, was noch nicht im Spiel ja. Vor allen Dingen kann man sich selber so ein bisschen dran üben. Ja. Ich meine, auch wenn jetzt die Tomatenpflanze vielleicht nicht so hundertprozentig perfekt ist. Ich finde sie super, aber, aber man kann dann sagen, ja, das war halt ein Zusatz zu unserem Gewächshaus. Ja. Und die Leute laden ja unser Gewächshaus runter und nicht die Tomatenpflanze letztendlich. Und deswegen sind wir auch dann nochmal raus, wenn es dann doch nicht ganz so perfekt ist. Aber wir können halt daran sehen, finden die Leute das jetzt toll oder ja nicht oder so, ja. Genau. Und ich meine so ein paar Kleinigkeiten wie ein paar Böcke oder der Chris hat ja hier diese Böcke mit diese Rüstböcke. Genau, die zeige ich gleich, ja. Super Sache eigentlich, ja, fand ich eine super Idee.
Ja, das kann man halt immer gefehlt. Ja, deswegen, ich bin ein extrem begeisterter Nutzer von euren Sachen, weil, wie ihr schon sagt, ihr habt nicht nur das Haus, sondern es gibt noch jede Menge Zeug drumherum. Deswegen sagte ich ja vorhin, diese Tüte, ich gehe in den Laden und kaufe eine Tüte mit Bastelzeug und da ist alles drin. Und das ist so geil. Ja? Genau. Und ich meine, ich gehe mal von links nach rechts. Ich glaube, das ist ja auch von euch. Dieser Einkaufsladen. Ja, das ist von diesem russischen... Genau, und das ist jetzt bei mir hier so ein kleines... Okay, Quartz. Das haben wir jetzt so ein bisschen... tropische Gebäude, muss ich ganz ehrlich sagen, die möchte ich gerne auf meiner tropischen Garde, oder hab's ja auch schon verbaut, da benutzen. Deswegen habe ich viel nach spanischen Namen, wie so Geschäfte. Gut, das ist mal was anderes. Ja klar, wurde groß schon eingeschrieben, warum ist alles spanisch, deswegen nutze ich die nicht. Ja, okay. Ach, ihr seht, mir ist es völlig egal. Ich habe da auch mal eine Scherze gemacht. Das ist hier der Getränkehändler der Lokale. Genau. Was da drauf steht, ist mir völlig egal, ja. Aber das Gebäude ist einfach schön. Und ich komme gleich noch auf die Assets, also auf die Kleinigkeiten zu sprechen. Ihr seht, hier habt ihr einen Rohbau, ich habe ihn zweckentfremdet, bei mir ist er abgebrannt. Ja? Hab ihn sehr schön. Ja? Sehr qualmt ihr so, ja. Er qualmt, genau. Ja? Coole Idee, ja. Ja, ist also auch der LKW, der ist da ist vorbei. Hier ist noch so ein bisschen Rest. Begutachtung, hier ist noch das Wagenrad von euch, ihr seht's, ja? Geil. Und die Leiter und so, also hier ist nichts mehr zu holen, ja. Wo kommen die Balken her? Die sind... Die Balken, die sind... Von Peugeot Racer, oder? Ich glaube, die sind Peugeot Racer. Und die anderen Balken sind... da hat einer so Gleisbalken veröffentlicht, das sind die da. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie die Mod heißt, aber da stammen die her, ja. Genau, und hier, das sind halt, das sind diese Bretter, die gibt es in so einem Mixed Assets, ich weiß gar nicht, wie die heißt, diverse Assets oder sowas. Und da sind so rumfliegende Balken und und halt Gemisch aus allem. So. Ja, ist auch immer wichtig, da bin ich jetzt bei, ist auch schade, ich baue jetzt viele alte Mods, Mods von anderen, um dass man die kippen, neigen und skalieren kann, die einzelnen Assets. Ja, das ist großartig. Finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil, aber gut, das sind ja nur für mich, baue ich die ja nur um. Ja. Das ist auch ein bisschen schade, dass da nicht die Leute ein bisschen mit der, also die Modder, die Alten, nicht so ein bisschen mit der Zeit mitgehen. Das sind manchmal nur ein paar Klicks, Viertelstunde Arbeit, neu veröffentlichen und schon wäre die Funktion in diesem Mod enthalten. Ja. Ganz genau. Denn gerade viele, viele, viele Sachen, die so konvertiert wurden vom ersten Teil, so ganz schnell, da stimmt auch die Skalierung manchmal nicht, habe ich mitbekommen. Ja, da sind so dann Türen 3 Meter hoch oder so. Man muss ja nur einfach mal eine Figur davor setzen, dann weiß man ja, was da nicht stimmt. Und eine Skalierung zu ändern in den Dateien ist ja wirklich eine ganz, ganz schnelle Sache. Ich kann es für mich machen, ich mache es so für mich, aber damit ist ja dann nicht veröffentlicht. Also das ist halt auch schade, dass dann viele andere natürlich, die nicht die Ahnung haben, damit nicht leben. Also die müssen ja damit leben, dass es dann nicht so passt. Ja, ja, oft ist halt einfach eine schlichte Konvertierung vom ersten zum zweiten Teil und dann passt halt nicht ganz. Da passen die Größen meistens. Richtig. Nicht, aber ich meine, wir sehen hier sind eure Pferde. Ja, wunderbar. Der Schimmel, ja, schön. Der Hausmeister hier sind die Rinder. Ja. Hier ist der Gärtner und der Cowboy. Ich sage immer, es ist der Cowboy. Ja. Ja, passt ja. Und hier ist ja der originale Lokführer, den ihr zum Hausmeister umgewandelt habt. Das genau, ist ja der mit dem schwarzen Gesicht. Genau. Richtig. Und also das sind ganz, ganz hervorragende Sachen und eine fand ich absolut geil, ich habe das in dem Video vom Chris auch gesehen, war ja diese animierte Wassertextur und da würde mich interessieren, wie ihr das gemacht habt. Da hat uns, ich glaube, wer war denn das? Wir hatten den ersten, Peugeot Racer hat den ersten Pool mal irgendwann rausgebracht. Ach was. Ja, irgendwann hat er mal irgendwo einen Pool und den hat er sich nämlich aus den Szenarien rausgeschnitten. Genau, die sind aus der, das ist aus der 12. Mission des Spiels von Transporteur 2. Also in der 12. Kampagne, also 12. Mission, keine Ahnung, wie man es nennt, sind Hotels, da muss man wohl irgendwie Hotels bauen oder beliefern oder wie auch immer. Und da sind Pools vor und diese Pools enthalten eine animierte Wasseroberfläche. Ach. Und Peugeot Racer hatte schon mal irgendwann diesen Pool auch bei Steam veröffentlicht, mit der Rutsche dazu etc. Hat auch angeschrieben, dass es halt aus der Mission 12 ist. Und ich habe dann gesagt, sehr schön, dass es in der Mission, habe die Missionsdatei, die ist ja unterm Savegame-Ordner, sieht man ja diese Dinger immer. Ja. Habe ich mir diese mal in die unter den Mods richtig. Wenn du unter Mods siehst, dann sieht man ja die einzelnen Szenarien, die er da als Standard-Mods drin hat. Weil jedes Szenario hat seine eigene Mod von Obergeld. Und wenn du diese Mission jetzt in die Staging-Area steckst, also das ist ja da, wo wir Modder praktisch unsere Mods reinpacken müssen, dass wir die Modelleditor für Transportführer sehen oder die einzelnen MDLs dort aufrufen können. Ja. Habe ich diese Mission dort mal einfach hingeschoben. Dann kannst du den Ordner aufmachen und dann siehst du, aha, Pool mit Wasser, animiert, den kannst du dann im Modelleditor schon sehen. So wusste ich, dass das also da schon enthalten ist von Oberheim Games aus und die Farben sind letztendlich, die sind nur über eine, also ich habe keine neue Farben dort erstellt, sondern das kann man in der Texturdatei
kann man einfach die Alpha-Werte etwas ändern. Und dann ändert man die Farben von dem Wasser so ein Stück weit. Also da musste ich keine neue Textur erstellen. Das ist einfach so entstanden. Ich habe bloß eine... wir haben in Blender praktisch eine Plane erstellt, also eine flache Fläche. Immer eine runde und immer eine eckige. Und dort haben wir diese Sachen, die Animationen und auch die Textur und so weiter von oberen Games einfach drauf gemappt. Mhm. Und so ist das entstanden. Also eigentlich der Mod relativ einfach. Ich würde jetzt sagen, mit meinen heutigen Kenntnissen jeden Nachmittag arbeiten. Unglaublich. Also ich meine, ihr habt ja da... ja, eher... wenn überhaupt, ja. Also früher habe ich auch länger, wenn man ja viel recherchiert hat, wie geht's, wie macht man's und wie funktioniert's, aber so mit dem heutigen, weil man ja nicht viel dazu beitragen musste, das hat ja Obern Games schon für uns sozusagen erledigt, ja. Also ich meine, ihr habt ja da eh einen raketenartigen Start hingelegt, also im ersten Teil wart ihr gar nicht dabei, im zweiten seid ihr jetzt knapp, wie gesagt, seit, ich glaube, seit Mai oder so 2020 dabei, habt erst 15 Sachen, aber das sind alles geile Sachen. Und die sind auch irgendwie kreativ, innovativ. Und also wenn ihr tatsächlich da noch weiter Interesse habt und weitermacht, dann kann ich mir vorstellen, dass da richtig, richtig coole Dinger noch bei rauskommen. Ja, wenn Ideen da sind und Zeit da ist, dann ja klar. Also ich glaube, dass dieser Hangar hier ist auch von euch, oder täusche ich mich da jetzt? Ja. Der ist, das Modell ist wieder von diesem russischen. Ja. Wir haben, also das Logo da vorne habe ich natürlich da drauf gemacht noch, sondern diese Plane, das war noch so eine Idee von mir, dass das so ein bisschen aussieht wie so eine angebundene Plane. Ja, oben, ja, so ein bisschen Pappnapping, ja. Genau, und so. Genau, richtig. Und die Bodenplatte musste ich dann wieder drunter machen und natürlich auch auf den ganzen Hangar auch so eine Art Bumpnapping drauflegen. Dass das, also wie gesagt, auch wenn man das Modell jetzt von dem hat, ist es nicht damit erledigt. Ja. Damit ist es ja nicht im Spiel. Also wir haben auch so ein Modell, kostet schon ein Stück weit Arbeit, bis es denn so aussieht und im Spiel so funktioniert. Also es ist einfach hervorragend und ihr seht, überall tauchen Kleinigkeiten auf, die dann von euch sind, die halt Teile dieses Pakets sind. Hier sind die Böcke, ja? Ja, genau. Da oben ist die Bohle, die dazu gehört. Wir haben natürlich die Klappleiter, hier ist sie wieder von euch. Irgendwelche Figuren tauchen immer wieder auf, weil das, tatsächlich das, was ihr gemacht habt, jetzt können wir nur sagen, ja, es sind ja Kleinigkeiten, aber ich finde, die sind einfach brillant, weil die halt so viel noch ermöglichen an Vielfalt. Das ist einfach richtig toll. Und wenn wir jetzt mal rübergehen, ich hatte dann hier diesen Abschnitt, den hatte ich mal fertiggestellt und hatten wir hier natürlich auch diese verlassenen Häuser. Das sieht ja wirklich aus, als wäre hier oben sowas abgefackelt, auch so ein bisschen. Ne? Und die sind echt super. Scheiben eingeschmissen und man kann es wunderbar, wie ihr seht, ja so verunstalten. Hier sind die Wahlräder. Und hier drüben hatte ich, glaube ich, noch ein zweites irgendwo, genau hier. Aber so richtig verranzt ist das halt auch einfach. Ne? Und was ich auch wunderbar fand, ist diese Tankstelle. Ja, mit der Tankstelle, das ist auch noch sehr schön gewesen. Ja, da ist Ingo zu mir gekommen und hat mich gefragt, Mensch, was können wir denn noch machen? Und Straßenanschluss, ne? Ja, perfekt. Das ist halt wunderbar, dass die Autos durchfahren. Was viele wahrscheinlich ja nicht wissen, weil ich es in der Mod-Vorstellung auch, glaube ich, vergessen habe. Nee, du hast gezeigt. Ja, bei der Tankstelle ja, aber es gibt noch eine Waschanlage. Und in der Waschanlage ist ein Spawnpunkt, also ein Besuchermagnet quasi, dass die Leute in die Waschanlage reinfahren. Das ist auch sehr, sehr witzig. Ranfahren, also, besser gesagt. Industrie ist aber es funktioniert halt wirklich, die Autos fahren halt wirklich quasi in die Waschanlage. Genau, du kannst hier unten umschalten auf Straße, Asphalt zum Beispiel. Genau, dann hast du natürlich an der Stelle, wo die rinfahren, auch den... genau. Okay. Habe ich das so, ja, ich glaube, ich habe so ja... Du hast die Sprühanlage eingebaut. Du hast die Sprühanlage eingebaut, dass das nebelt. Ach, was? Ja. Also ich glaube, ich habe so gemacht, dass man, wenn man die Bodenplatte, ins vom Bienen, also wenn man die Bodenplatte anschaltet, ist es nicht. Und wenn man sie ausschaltet, ist es, müsste man mal probieren. Also ins vom Bienen hat, mit oder ohne Bodenplatte, hat praktisch auch eine, hat auch Wasser. Hier sprüht's. Ohne, ach, sprüht schon. Also mit, genau. Ohne, genau. Und wenn jetzt einer sagt, mach mal ohne Bodenplatte, dann sprüht's nicht. Ja, dass wenn einer sagt, Mensch, ist ja halt doof mit dem Sprühen da drin irgendwie, aber ich fand es eigentlich eine witzige Idee. Man kann sich ein Auto runterstellen, sieht ja richtig cool aus, ja. Das ist ja, ich hab die Waschanlage tatsächlich noch gar nicht verwendet bisher, weil ich suche mir halt immer eine explizite Stelle, wo es optisch passt. Und die hatte ich bisher nicht, bis auf die Tankstelle, weil ihr seht hier, so ein Ortsausgang ist ja halt ein alter, der kleiner Ort. Super. Genau, und da fand ich, passte das super, ist so ein Diner, sind ja die schweren Tuning-Autos davor. Und ihr seht hier, der Ort, Dorfpolizist trifft sich hier mit dem alten Werkstattmeister. So. Das passte also von der Szenerie eigentlich ganz gut. Ja. Und ich glaube, das hier, wenn mich nicht alles täuscht, war das auch von euch? Ja, Chris gebaut, die Dinger. Ja. Total geil, wie man das halt so kennt, mal so mit Kirschen oder Blumen, ist ja so am Ortsausgang. Und das siehst du halt auch in der Karibik, also in der Dominikanischen Republik, siehst du diese Straßenstände an Mast. Das war so die erste Idee, wo ich zu Chris gesagt habe,
wenn Karibik, dann brauchen wir so Straßenstände, die wir da hinstellen können. Ja, es ist, also das ist, diese kleinen Dinge allein, das ist einfach. Aber die kann man ja auch überall verwerten, sieht man ja. Also die kann man auch so. Richtig, die kann man überall verwerten. Also das ist wirklich ganz, ganz großes Kino und wenn ich hier nochmal drauf eingehen will, also hier haben wir einmal dieses Set, auch allein diese Fässer, ihr habt das einmal voll, ihr habt das leer. Mit Rauch oben. Ne? Mit Rauch, genau. Ganz, ganz viele Sachen hier, Müllbehälter, muss mal hier ein bisschen in die Nähe gehen. Die habe ich natürlich verwendet, diesen super Schaukel. Auch, ne? Einen ziemlich geilen Spielplatz übrigens, der für mich sehr stimmig ist, von der Größe wie auch von der Gesamtdimension, hat auch alles, was so ein Spielplatz hat, habe ich ebenfalls schon gerne verwendet. Einen tollen Brunnen, richtig schön. Also einfach geile Sachen. Und dann natürlich hier alles, was man so möchte, wenn ich mir so eine Beachbar bauen will. Ja, wenn ich jetzt nicht unbedingt in der Karibik bin. Aber das passt in den Kleingarten. So. Habe ich auch schon verwendet, ja. Hier habe ich eine Schranke. Egal, wo ich die verwende. Also ich kann alles irgendwo, wenn ich kreativ bin, kann ich das verwenden für mich. Ja, ich kann das auch hier in meine Villa stellen von mir aus, wenn ich Bock habe, ja. Das bleibt ja alles mir überlassen, was ich mache. Und da habt ihr also einen Haufen geile Sachen, die sich in irgendeiner Form verwenden lassen. Das zum Beispiel hier, wenn ich mal eben hier rüberschwenke, das habe ich hier verwendet. Ich musste da so einen rudimentären Bahnhof bauen. Ihr seht, hier ist es. Und das ist für mich so ein Lager geworden hier für so Schüttgut. Ja, passt aber. Ja? Super, ja, also, passt perfekt. Ja, also ihr bietet da tatsächlich Sachen, mit denen man, wenn man Ideen hat, einfach unendlich kreativ sein kann. Ja? Und die sehen optisch schön aus. Die Vielfalt ist einfach groß. Hier sind die Gewächshäuser drin mit allem drum und dran. Und da habe ich gesehen, ich hatte mir mal mühevoll Hopfen zurechtgebaut. Ja? Und hier gibt es jetzt irgendwo, ich frage mich jetzt nicht, doch, ich glaube die Tomatenpflanzen. Die kann man vielleicht dafür nehmen. Tomatenpflanzen. Die könnte man wegentfremden dafür. Gurken sind ein bisschen höher. Gurken haben wir absichtlich ein bisschen höher gemacht. Ja. Und natürlich dann nebeneinander kann man gleich mehrere skalieren, logischerweise. Ja, du könntest ja auch so machen. Oder auch übereinander, genau, ja. Und schon hat man eine relativ hohe Pflanze. Ja, da musst du aber ganz schön fummeln. Aber gut, Hopfen hatten wir auch schon den Gedanken. Ja, vielleicht kommt dann auch irgendwann. Ja, aber ich sag mal, das Gefummel jetzt mit drei Schritten ist deutlich weniger, als wenn du die kleinen Azaleen an so einen Stängel binden musst. Ja, das ist natürlich richtig, ja. Die Azaleen, die meist benutzte Pflanze in diesem Spiel. Absolut. Für alles, als Hecke, als irgendwas. Ja, aber als wirklich, Wein geht so rüber, als alles. Die Azalee und die Zitrone, ja, tatsächlich. Ja, genau. Ja, ich nehme die auch gern. Also die Hecke ist extrem groß. Den nehme ich ein bisschen ungern, aber ja, ist so. Ja. Und ja. Wenn man mal eben schaut, wo habe ich es denn? Da muss man gerade mal gucken. Oh, ich finde mich da manchmal schon selber nicht mehr zurecht. Irgendwo hatten wir so eine stilisierte Werkzeugfabrik, wo auch immer die ist. Ah, hier. So, und hier ist so eine kleine Siedlung, die hatte ich mal begonnen. Und ihr seht hier die Hopfenpflanzen. Ja? Mhm. Das sind Stahlträger, die gab es mal in irgendeinem, ja, das waren so Baustellen-Assets. Ach du Gott, du hattest jetzt wirklich die Stahlträger alle einzeln hingestellt und dann dreimal Azalee übereinander. Jawohl, und als ich dann euer Gewächshaus sah und sah diese Pflanze, hab ich gedacht, scheiße. Also das ist echt verrückt. Aber sieht gut aus. Sieht gut aus, ja. Ja, aus der Nähe darfst du nicht gucken, aber ich sag mal so, von hier ist es völlig okay. Nee, ja. Aber das ist ein wahnsinniger Aufwand. Also so alleine so eine Weindinger zu bauen, ja, so eine Wein... Felder, ja, das war ja schon ein Hass. Also auf meiner Open Range gerade haben wir so viel gebaut. Ich hab dann meine Frau, ich sage, du, jetzt ziehst du hier so ein paar Linien von diesen Azaleen-Hecken da, ja, sonst, ich hab da irgendwann keinen Bock mehr drauf, ja. Also ich muss ja ja mal sagen. Ja, so in der Art, ne? Genau. Also ihr dank Bloody Rules und seiner ziehbaren Hecken ist es ja ein Traum. Aber ist ein Traum, aber wenn man eine große Fläche machen will, dauert es ja immer noch. Ja, so, deswegen sind bei mir alle nur so klein. Also wenn man sie aufmalen könnte, wäre halt richtig geil. Aber so ist es halt einfach krass. Und wenn ich mir vorstelle, noch, ich sag mal, Mini-Adler oder auch Hans Damp in seiner Staffel für den ersten Teil, der hat ja alles, und ich habe das anfangs ja auch gemacht, mit der Zaunmod und jedes Ding einzeln da reingesetzt. Und ich sag mal, so Leute wie Hans Dampf und Co., die waren eine Woche nur beschäftigt mit Weinbergen. Da denke ich mir aber auch irgendwann, okay, das ist einfach too much. Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr krank, ja. Aber so geht's. Deswegen, wenn es irgendwann mal sowas gäbe zum Malen, weil ich finde, diese Kohlköpfe sehen auch extrem plastisch aus, aber natürlich kann man das kaum realisieren, weil sowas steht schlichtweg nur mal nach oben, ja. 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 Super, also da haben wir ja wirklich schon einen Haufen Zeug, jetzt sind wir durchgegangen. Was sind denn jetzt tatsächlich noch so eure Pläne für die Zukunft? Jetzt hier einen Mod, den hast du ja noch nicht, habe ich gesehen, ja? Die Windräder? Ja. Ja, natürlich habe ich den.
Ich habe ihn nur noch nicht installiert. Ach so. Ja klar. Also ich habe natürlich mit Freude die Boote. Ach, und die Felsen, ich glaube, ihr seid noch, Steine, vor, ja, ihr seid noch, ja, vor den Sexy Rocks damit rausgekommen, ne? Naja, die Sexy Rocks benutze ich ja selber auch. Ja, und wenn die Sexy Rocks in der sag ich mal, überall verfügbar gewesen wären, ja, dann hätte ich es vielleicht auch nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man kann nicht immer ewig warten, bis irgend, ja. Und mir ist dann so aufgefallen, dass ja die Vanillasteine eigentlich gar nicht so unschön sind. Und sind ja hier die Vanillasteine. Du hast jetzt auf dunkel geschalten. Ja. Das war so eine Idee, ist auch wie bei dem Wasser, dass das nur über eine MTL, also über der Texturdatei, praktisch ein paar Alpha-Werte geändert sind. Das ist also nicht eine neue Textur, also sehr performance-schonend sozusagen, kann man hier verschiedene Helligkeiten einstellen. Und die Vanillasteine kannst du halt locker bis 200%, ich habe jetzt bis 300 oder so gemacht. 300, ne? Geht's, ja. Irgendwann wird die Textur ein bisschen unschön. Ja, glaube ich. Aber bis zu einer bestimmten Größe funktioniert es. Und ich bin der Meinung, warum sollte man das nicht nutzen, wenn es eh da ist, ja? Auf jeden Fall. Also wir haben ja ein paar Steine dazu gebastelt, der Chris hat ein paar dazu gebastelt, ich habe ein paar dazu gebastelt, diese mit Moosen und so. Und die Kollision, wie du jetzt hier siehst, das ist ja so eine sehr annervende Sache. Oh ja, absolut. Ja, und ja. Gut, da du das ja nicht ausschalten kannst unbedingt, bei Vanilla nur im Pinsel, genau. aber dann kannst du wieder nicht einzeln setzen. Das sind also so Probleme, ja. Ja, und vor allem, was mich immer stört, ist, das betrifft auch die Bäume. Die Bäume bringen immer eine riesige Drecktextur mit und die Steine diese hässliche Krümeltextur, diese, ne? Ja, genau, ja. Und deswegen, ja, als ihr damit rauskamt, habe ich gedacht, Mann, siehst du, und das ist das, was ich meine bei euch. Man könnte sagen, ja, das ist jetzt nichts Neues. Ja, aber ihr, ich sag mal so, ihr trefft immer genau den Nerv, nämlich genau das, wo viele Leute sagen, warum ist das so? Warum gibt's da nichts? Und zack, kommt ihr mit irgend so einem Ding um die Ecke, ja? Und wenn es halt nur ein paar Steine sind. Ja, weil wir das wahrscheinlich selber, weil wir genau das selber denken, was alle anderen denken. Weil wir denken, warum? Ja. Die Bäume genauso. Ich meine, klar gibt's Bäume. Ja. Und gut, aber da haben wir ja die kahlen Bäume dazu gebaut. Das ist vielleicht was Neues. Genau, das ist auch noch so eine Idee natürlich gewesen. Ja. Ingo sagte, Mensch, ich würde ja ganz gerne eine schöne Szenerie bauen, aber ich kann detailliert, genau, ganz nicht, unten kannst nicht übereinander setzen. Ja? Und dann sagt er, was könnten wir dazu machen? Genau. Aber wir könnten die Blätter wegnehmen, ne? Ja. So, und dann ist natürlich eins nach dem anderen entstanden und unter Wasser ist es nicht sichtbar. Mhm. Also musste wieder die Funktion dazu, ohne Blätter unter Wasser. Genau, bei diesen Büschen oder so, da habe ich es dann so gemacht, dass, weil ja die Umschaltfunktion unten eh schon da ist, ja, habe ich dann bloß ein bisschen die Farben geändert. Bei den normalen, so was wie hier, bei der Stellwörter, ist es sehr schön zu sehen, wenn man die dann ohne Blätter schaltet. Ja. Und wenn man sie jetzt zum Beispiel ins Wasser pflanzt, oder, ja, man kann sie auch kippen und neigen mit meiner Funktion, dann würde man die unter Wasser nicht sehen. Mhm. Ja, das liegt halt an der Texturart, die dort benutzt wird, auch von Vanilla her. Und die habe ich halt nochmal geändert. Wenn du die jetzt da genau hinpflanzt, dann siehst du sie nur überhalb des Wassers. Ja. Oder du siehst halt nur die Schatten. Ja, du siehst nur die Schatten, genau. Genau, wenn du die pflanzt. Und wenn du jetzt ohne Blätter machst, dann siehst du die unter Wasser. So, ne? Ohne Blätter? Und dann hier ohne Blätter unter Wasser sichtbar. Genau. Ja, ja, also ich meine auch, das sind halt das Thema Bäume. Das sind ja nur so kleine Ideen, wenn man aber so eine Schönbaugeschichten, so ein paar Kleinigkeiten machen möchte, ja, dann braucht man vielleicht so weit, genau. Ja, ja, absolut. Und ich meine, wer da ja auch schon wirklich den Nerv getroffen hat, das war, ich weiß gar nicht, wer die rausgebracht hatte hier, die waren aus dem Workshop. Diese, die gab es ja schon im ersten Teil. Ja, cool, die benutze ich auch, ja. Ja, ja, und das ist doch wunderbar. Und ich meine, hier diese, das sind ja auch nur die Azaleen oder die Holunder einfach nur eingefärbt, ja. Mhm. Aber was das natürlich gleich für einen Effekt hat, wenn man halt hier einfach Farbtupfer reinbringt. Und dann seid ihr noch gekommen und habt halt gesagt, okay, wir haben noch ein paar tropische Bäume, wir haben aber auch hier einen Orangenbaum. Und du kannst noch wählen, dass er mit oder ohne Blätter ist, ja? Den Holunder habe ich auch selber umgemalt. So ein kleiner Test von mir gewesen, ob ich sowas kann. Immer ohne und immer diese rote gibt es ja normalerweise nicht. Aber gibt es angeblich auch einen japanischen Holunder? Ja. Habe ich noch die Azalee, die japanische Azalee, die hat rote Blüten. Die habe ich da auch irgendwie mit drin. Ja, ist auch wunderschön, schön. Sieht aus wie ein Rosenbusch. Ja, ja, also das sind, und natürlich auch hier wie die Skalierung, klar, so, ja. Also es ist aber einfach, auch klein ist manchmal wichtig, ja, wenn du das einfach mal irgendwas ein bisschen kleiner gestalten kannst, finde ich sehr wichtig. Ja, natürlich, wenn du einen Blumentopf irgendwie bepflanzen willst, ist, genau. Also ich nehme das auch gerne, ich mache mal hier zum Beispiel in so einem Kübel, gut, die haben jetzt, glaube ich, das sind 50%, aber irgendwo habe ich sie auch in Blumenkästen oder wie auch immer, das sind sie auch 25, ja, und genau dafür bietet sich das dann halt an. Genau, das heißt, das ist eigentlich als vom Mod her, also als Zusatz ist es nicht schwierig, eine Skalierung einzubauen oder diese Kippen- und Neigenfunktion, die ist bei normalen Assets wirklich nicht schwierig einzubauen.
Ja. Und deswegen ist es halt schade, man müsste bei vielen, vielen, ich überarbeite jetzt alle meine runtergeladenen Mods und baue mir das überall selber ein. Ne? Und das kann man machen, ja. Ja, also das ist großartig. Ich meine, da merkt man halt auch, dass ihr so Wert auf Details legt, aber halt auch auf, wie man so schön sagt auf Deutsch, auf Usability. Ja, dass es funktioniert und dass es halt auch irgendwie so ist, dass man halt ja einfach noch mehr draus holen kann, als jetzt nur das Ding dahin zu setzen, ja. Genau. Boote war auch so ein Thema. Es gibt Boote, die Vanilla-Boote, die kriegt man als Asset, aber das Spiel will ja immer nur das nervige zwangsweise platzieren auf dem Wasser. Ja. Ja, du musst es dann manuell irgendwo abschalten. Aber eure Boote, die lassen sich jetzt ja überall hinsetzen. Und ja, vor allem kannst du unten auch auswählen im Trockendock und richtig. Mit Dekoration. Ganz genau. Und dann sieht es schon richtig schick aus. Dann kannst du die gleich irgendwie, okay, bei den alten Booten habe ich als Trockendock in Anführungsstrichen nur so ein paar Stämme genommen. Ja. Also hier genau. Ja. Da haben wir noch eine Angel zugebastelt und einen Kescher und alles möglichen Kram, ja. Also als die rauskam, auch da mein persönlichen ganz großen Dank und ich werde euch auch gleich zeigen, warum. Ich hatte nämlich hier zwei Flächen, da habe ich also immer gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Warum ist das so und warum kann man das nicht entfernen? Und jetzt hoffe ich, dass ich das auf die Schnelle finde. Ihr seht, es ist ziemlich viel Kram hier und irgendwann verliert man sich da drin. Es gibt einen Angelweiher. Und den hatte ich nachgebaut nach dem realen Vorbild. Und ich konnte partout das Angelboot nicht hier in dem Holzschuppen platzieren. So. weil das im Hafen nur zu finden war. Richtig, weil es nur auf Wasserfläche geht. Jetzt aber, dank euch, kann ich das hier reinsetzen. Ja, kann das natürlich so legen, wie ich will. Und kann hier mein verdammtes Boot endlich anbringen. Ja, zum Beispiel. Also das ist ein Beispiel, wie man es verwenden kann. Und das zweite meine ich, jetzt muss ich gerade gucken, das muss irgendwo hier drüben gewesen sein. Lass mich kurz hinfliegen. Ich glaube hier unten. Hier gibt es einen Hafen mit einem Autoschieber. Ja, ihr seht hier im Lager werden Autos verschoben, während hier unten so ein bisschen Hafenbetrieb ist. Da habe ich so ein Dock simuliert. Ja, ich habe hier Boote auf so und das ist eigentlich dieses Gitter von der Klimaanlage. Ist das von SM1? Ja? Das ist ein SM1-Boot, ja. Genau. Das hat er auch ohne Wasserverpflichtung, sage ich mal. Ja, und das cool. sind diese Gitter von den Klimaanlagen. Das heißt, da hatte ich versucht, diese Docks zu realisieren. Das habe ich ein bisschen im Boden versenkt, weil es schon auseinandergebaut ist. Und damit, als ich das rausgebracht habe, ich gedacht, jetzt kann ich hier endlich das Ding fertigstellen, ja, weil jetzt hier einfach die Boote platziert werden können. Die können hier so hingeschmissen werden, wie es halt manchmal ist. Ja, vor allem kannst du so auch wieder drehen, neigen, wie du möchtest. Ja. Genau. Da kannst du hier so, ne? Ja, das heißt, die würden hier im Dreck liegen, wie man das manchmal so hat, altes Geraffel weg zum Ausschlachten. Also super. Und das meine ich, das sind halt die Sachen, die eure Assets ausmachen, diese Vielfalt, diese Detailverliebtheit, dieses große Angebot an allem, was man hier in dieser Wundertüte findet. Und jetzt hätte ich gerne die Windräder präsentiert, nur ich sehe, ich habe die reinkopiert in den Mod-Ordner, aber nicht aktiviert. Ist ja nicht schlimm. Aber die habe ich. Noch mal, gleich ein paar Stunden nach Veröffentlichung Musik habe ich sie leider nochmal updated. Habe ich gesehen, habe ich auch schon aktualisiert. Ja, da war irgendwie eine Anmerkung wegen der Performance. Also wir sehen da jetzt, also wir haben eigentlich selber bei uns jetzt nicht irgendwie groß was gemerkt. Man sieht ja hier zum Beispiel bei den Windrädern, dass sie natürlich sehr knuffige Kegel einfach als Flügel genommen haben. Ja. Und ich habe wirklich versucht, Rotorblätter, genau, dass man die wirklich, also dass ich die wirklich ein bisschen so geformt habe, wie sie in Wirklichkeit so sind. Ja. Ja, das kostet natürlich ein bisschen, wie sagt man, diese Meshes, die man da, also diese Triss, ne? Triss, ja. Genau, die werden dann ein paar mehr, das ist ganz klar. Aber ich habe das alles nochmal überarbeitet, gibt 3 Lotstufen mittlerweile und ab 200 Meter sollte da nicht groß, ich meine klar, wenn einer 30 Stück auf den Haufen stellt, ja, dann merkt man es vielleicht schon, also wir merken es nicht an der Performance, aber genau das, was du jetzt gerade einstellst, da sieht man dann schon, dass sie da ein bisschen auffallen, ja, aber... Ja, aber okay, mein Gott, aber gut, wenn einer einen Windpark irgendwo in der See simuliert, dann... Ja. Also ich warte mal jetzt auf ein paar Meinungen, aber bis jetzt hat sich noch keiner, also der Mod wurde ja jetzt schon am ersten Tag irgendwie 800 Mal runtergeladen und da wurde jetzt nicht irgendwas bemängelt oder so. Also ich, wie gesagt, wir haben auch auf einem alten Rechner hier, der ist irgendwie 10 Jahre alt, extra noch Transportführung angebracht und hingestellt, eine Karte erstellt, wir haben da nichts gemerkt, und die Animation löst überhaupt keine Performance-Probleme aus. Mhm. Also wenn, dann ist es eher das Objekt an sich. Die Animation macht da gar nichts, weil viele dann denken, das ist die Animation. Die ist es nicht bei uns. Okay. Weil wir haben ja oben die Gondel, bewegt sich leicht rechts, links. Ja. Und wir haben auch eine Drehbewegung. Und was mich an solchen Windparks hier jetzt extrem gestört hat, dass sie halt auch alle in der gleichen Richtung
stehen. Ja, genau. Also alle mit nach oben, ja. Und das ist bei mir auch anders, auch wenn man sie im Auszustand baut, dann ist eine Random-Funktion eingebaut, dass die Rotorblätter alle so ein bisschen verdreht sind. Also dass es irgendwie so eine ungleichmäßige Ansicht gibt. Also ich denke mal, die Windräder war so mein Herzenswerk, Grund des Moddings vielleicht. Ich sage mal, damit hat alles angefangen. Weil das war nämlich die Sache, die Ingo damals nicht konvertieren konnte, jedenfalls nicht mit Animation. Ne? Das wissen wir ja alle. Also die Windräder aus dem ersten Teil kann man ja sicherlich konvertieren, aber ja, die Animation... Genau, das ist eine Konvertierung, ja. Genau, nimmt man aber nicht. Aber die Animation funktioniert nicht. Nee. Und damit, sag ich mal, vom Prinzip her habe ich ja auch bei der Mod-Verstellung gesagt, damit hat alles angefangen, das ganze Desaster. Das hat ihn so da gewurmt. Ich hatte da auch eine Anfrage. Dann so weit gekommen ist, ja, wie jetzt gekommen ist. Ich hatte auch eine Anfrage bei Transportstelle gestellt, ob irgendeiner eine Ahnung hat, warum ich die Animation nicht hinbekomme. Also ich hatte die Rechts-Links-Bewegung der Gondel so ein bisschen hinbekommen, ja, aber nicht mal die einfachste Rotation. Das war im ersten Teil irgendwie alles anders berechnet, da war irgendwie alles anders, ja. Also aber man sieht ja, bei Windmühlen und so funktioniert es ja super, ja. Aber das auch genau. Bei den Konvertierten, aber bei den Windrädern hat es halt nicht funktioniert. Ich wollte gerade sagen, das hat mich erstaunt, weil das ist ja die Konvertierung, ja, der russischen Mod. Genau, ja, genau, die habe ich ja auch. Die funktioniert auch wunderbar, ja. Und bei den Windrädern hat es nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung, warum. Erstaunlich. Und irgendwann habe ich gesagt, weißt du, jemand, und ich habe, wie gesagt, eine Anfrage gestellt, ob einer weiß, wieso, weshalb, warum. Kam aber nicht irgendwie die Lösung. Scheinbar, sonst wäre der Mod wahrscheinlich schon rausgekommen, aber hat auch niemand eine Lösung irgendwie gefunden. Und dann habe ich angefangen, die Dinger selber zu bauen. Also ja, mit einem Rotorblatt angefangen und immer so Stück für Stück. Ja, und auch da wieder, muss man wieder dazu sagen, auch da wieder ganz, ganz getreu euer Motto Vielfalt, weil ihr habt ja vorne ist dann die Kappe ab. Das heißt, der Motor liegt. Ja, wir haben ich habe die als alle Einzelteile, so genau, dass man auch ein bisschen so eine Baustellengeschichte, wie man das, ja klar. Ja. Muss immer ein bisschen was dazu gebastelt werden. Ja, es ist einfach großartig, was soll ich sagen? Ja, also deswegen an der Stelle meinen ganz herzlichen Dank, alle, die vielleicht zuhören, wenn ihr was Gutes tun wollt, ihr wisst jetzt wie, ja, weil genau. Das ist halt einfach, es ist einfach geil. Also das sorgt so viel, oder wirklich für so eine Bereicherung und eine Vielfalt. Und nochmal, das sind jetzt keine neuen Gebäude, das sind keine Züge, es sind Sachen, die es ja eigentlich schon gibt, die ihr, also zum Teil gibt, die ihr aber aufgewertet habt, ja, die ihr gepimpt habt, die ihr nochmal in einem ganz anderen Umfang zur Verfügung gestellt habt. Und allein das ist halt schon großartig, ja. Ja. Mann, also ich jetzt sind wir hier, glaube ich, fast schon 2 Stunden und deswegen, ich weiß okay. gar nicht, mir fällt jetzt auch wirklich gar nichts anderes mein. Ich würde mich dann wahrscheinlich nur noch wiederholen. Ich habe hier ein paar Dinge von euch gezeigt. Im Nachgang würde ich dann mal noch sowas aus der Nähe noch mal so ein bisschen als noch mal ablaufen lassen, ja. Gibt es von eurer Seite noch irgendwas dazu zu sagen oder seid ihr erstmal so getreu dem Motto, wartet es einfach ab? Wir sind eigentlich grundsätzlich glücklich mit uns, ja, ich denke mal schon, also was doch viele so bemängeln im Internet, dass ja so gefordert wird von den Moddern und so, ja, das haben wir jetzt ehrlich gesagt nicht so erlebt. Gar nicht. Aber vielleicht haben wir ja genau deswegen, weil wir den ja immer den Zahn der Zeit treffen, irgendwie sind die Leute so begeistert, also ich merke eigentlich nur positive Resonanzen von allen Leuten. Wir versuchen uns natürlich auch immer, wenn eine Beanstandung kommt, wie gesagt, heute unter einem YouTube-Video von unserem Windrad-Mod, da hat ja jemand auch bemängelt, dass vielleicht die Performance dadurch in die Knie gezwungen wird, was wir nicht nachvollziehen können, aber wir wissen ja auch nicht, mit was die Leute so für Computer spielen, aber auch da sind wir der Sache nachgegangen und ich habe heute schon wieder auf dem Namen da 2 Stunden dran gesessen, nochmal eine zusätzliche Lotstufe dort einzubauen und noch ein bisschen die Performance zu verbessern. Also wir sind da auch hinterher. Ja. Also wenn wir Zeit haben, machen wir das auch. Und aber das ist ja alles im positiven Rahmen. Und positive oder auch mal negative Bemerkungen sind ja nur gut, dass wir vielleicht was verbessern. Ich sag immer gerne, wir sind sehr kundenorientiert. Schön gesagt, ja. Sehr schön. Und das liegt vielleicht daran, dass wir beide selbstständig sind. Also okay, wahrscheinlich, ja. Da ist es einfach irgendwie im Blut drin, dass man, auch wenn man dafür jetzt nichts bekommt, man stellt was zur Verfügung, möchte das einfach nach bestem Wissen und Können natürlich demjenigen zur Verfügung stellen. Egal, wer es jetzt ist, der es benutzt. Und wenn irgendeiner natürlich eine Idee hat oder einen Kritikpunkt hat, was verbessert werden könnten, dann werden wir natürlich alle daran setzen, das auch zu verbessern. Ja. Ja, wenn es nicht geht oder wenn es technische Möglichkeiten oder unser Können nicht hält, dann können wir natürlich auch nicht ändern. Ne? Und so ein Windrad zum Beispiel, klar, haben wir jetzt die dritte Lotstufe eingebaut, aber
am Ende des Tages bleibt es ein knapp 100 Meter hohes Objekt. Ja. Aber es ist halt kein Stuhl, der in der Ecke steht, der 50 Zentimeter hoch ist. Und der nach 10 Meter ausgeblendet wird. Das ist genau das Problem. Du hast bei so einem Windrad die Größe, die vielleicht ein Problem darstellt. Zum Beispiel. Ja. Wir haben viele Objekte gebaut, wie so ein Kühlschrank hier. Der ist einfach nach 200 Meter nicht mehr da. Ja, klar. Weil da wird er einfach ausgeblendet. Fertig, ja. Aus. Und Windrad kann ich aber nicht nach 200 Meter ausblenden, weil der riesengroß ist. Und du willst es ja auch aus einer gewissen Distanz sehen. Und zwar mit allem. Wie gesagt, deswegen haben wir da drei Lotstufen jetzt hintereinander eingefrickelt. Ich hoffe, das hilft. Also bei uns hat es keine großen Performance-Einbußen gebracht. Unter 200 Meter ist natürlich das Windrad so, wie es ist, so wie ich mir gedacht habe. Und da lässt sich auch nicht viel dran rückeln. Aber meiner Meinung nach funktioniert es super. Aber gut, wir werden abwarten, wie die Leute das so annehmen und ob es da Probleme gibt. Aber ich denke nicht. Also ich wollte gerade sagen, also so wie ich das bisher gesehen habe, was ich jetzt auch von euch wieder gehört habe, da ist Qualität, da ist auch ein gewisser Qualitätsanspruch dahinter und ich glaube, alles, was ihr veröffentlicht, das wird sehnsüchtigst erwartet, natürlich zum einen durch die Präsentation auf YouTube. Ich weiß, wie den Leuten da der Zahn tropft, wenn sie das sehen. Und ich schließe mich da natürlich auch mit ein, ja. Da muss man nur dazu sagen, der Chris ist ja nicht nur der das YouTube-Video macht. Viele fragen sich dann, warum macht er immer die Mod-Verstellung und dann kommt der Mod ja nicht raus. Also der ist immer ein Beta-Tester sozusagen, kann man das so sagen? Ja, kann man sagen. Also seine Mod-Verstellung und was drumherum ist, das ist wirklich ein Test nochmal, ein ganz grober Test. Und manchmal so ein paar Kleinigkeiten finden wir eigentlich irgendwie immer, komischerweise, wo wir dann sagen, ja, da kann man nochmal dran schrauben und da kann man. Und dann ist es auch so, da bin ich ganz ehrlich, dann sage ich dann immer, möchte ich nochmal eine Nacht drüber schlafen oder nochmal gucken. Und deswegen ist es so, dass die Mod-Verstellung immer einen Tag vorher kommt. Genau. Und wir dann einfach mal drüber nachdenken. Erstmal, vielleicht kommen irgendwelche Meinungen von irgendwelchen Usern, die noch irgendwas dazu bemerken. Oder wir haben halt wirklich noch einen kleinen Fehler, den wir da ausmerzen müssen. Ja, zum Beispiel beim Steinemod war das ein schönes Beispiel. Als ich die Mod-Verstellung gemacht habe, kam gleich am selben Tag noch ein Kommentar, Mensch, es wäre schön, wenn ihr habt ja da so schöne kleine Mauern eingebaut. Und wäre ja schön, wenn eine Mauer so groß wäre, also ein Mauerdurchgang, dass auch zwei Bahnstrecken durchführen könnten. Mhm. Ja. Und ja, Nacht drüber geschlafen, am nächsten Tag habe ich mich direkt am Blender gesetzt und habe dieses Objekt halt entworfen, habe das Ingo geschickt und ja, zur Mod-Veröffentlichung war dann auch schon eingebaut. Ja, also das mal zu dem Thema, das möchten wir halt einfach damit. Ne? Klar können wir jetzt nicht auf jeden Einzelnen, wenn jetzt einer schreibt, Mensch, ich würde uns gerne, dass es ein bisschen heller wird. Ja gut, der andere möchte, dass es dunkler wird, der andere möchte, dass es heller wird. Im Endeffekt können wir es nur so machen, wie wir uns das richtig denken. Alles kann man nicht, aber ja, manchmal denkt kann man nicht. Aber manchmal denkt man selber an irgendwelche Kleinigkeiten, genau. Nicht, die vielleicht dann durch die Mod-Verstellung einfach noch in den Raum geworfen werden. Ne? Ja, klar, ja, das ist so. Ja. Mann, große Klasse. Also ich glaube, damit wären wir tatsächlich jetzt auch so langsam am Ende unserer Zeit angekommen. Also ich persönlich freue mich über alles, was ihr da rausbringt. Auf jeden Fall, ihr seht auch, ich nutze es auch nur allzu gern in großer Varianz. Ja. Und lass mir da irgendwas einfallen. Sehr schön. Ja, also ihr liefert ja immer tolle Steilvorlagen, da kann man geile Sachen draus machen. Man sieht es ja hier. Ja. Von daher erstmal, wie gesagt, von meiner Seite vielen Dank. Zum Abschluss vielleicht auch, ich wurde jetzt schon ein paar Mal darauf aufmerksam gemacht, wenn ich es vergessen habe, 10 schnelle Fragen. Ich muss gestehen, ich musste mir überlegen, was nehme ich denn bei euch? Hier sehe ich gerade, hier haben wir auch noch ein paar Hütten verbaut, siehst du hier, ja. Also überall tauchen sie auf. Ja, die kleinen genau. Hütten sind immer. Aber die nutze ich auch sehr, sehr oft. Gerade die kleinen Hütten sind manchmal super zum überall hinstellen. Genau, perfekt. Ja, also ich hätte da zum Beispiel gehabt, Karibik oder Berlin? Na, Karibik. Karibik, oder? Auf jeden Fall. Frage, oder? dasselbe natürlich dann auch Stadt oder Land. Land. Wir sind vom Land, ja. Steam oder Good Old Games? Wir sind Steam-Fans grundsätzlich, ja. Okay. Bahn oder Boot? Was sagst du? Ah, schwierig. Also ich bin Bahn. Nee, ich bin Boot-Fan. Eigentlich bin ich doch eher ein Boot-Fan. Also wir sind ja in Salzburg immer auf dem Wolfgangsee rumgeschippert. Ja, nee, da wäre ich wahrscheinlich eher Bahn-Fan. Ah, ja. Also 50-50. 50-50. Dann die Frage, die ich allen gestellt habe. Corona ist... Weiße. Ja, genau. Okay. Untergang der Wirtschaft. Ja, ja, auch das, also richtig. Als Selbstständige, genau. Ne? Ja. So, aus welchem Bereich oder Sektor kommt ihr? Also ich bin eigentlich gelernter Koch. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Okay, ja. Und war selbstständig mit dem Restaurant. Super.
Ja, meine Frau hat ein Reisebüro, was soll ich dazu sagen? Super. Ja, da muss man ohne Schwert dazu sagen. Nein, ich bin noch, also mein Job ist so, ich habe ein kleines Grafikatelier, ich mache hier so Werbungs- und T-Shirt-Bedruckung und ja, aber auch da leidet die ganze Branche doch schon drunter, weil die kleinen Firmen natürlich die Geld zurückhalten. Ja, ja. Also ist auch durch Corona schwierig. Also Corona ist für uns ganz schlecht. Ja. Bitter. Kann man so sagen. Ja, grob das, kann man das sagen. Ja. Oh Mann, dann hoffe ich natürlich für euch wie für alle anderen auch, dass das. Aber wir haben jetzt Zeit für Mods bauen. Das ist ja auch, ja, ich merk's. Corona kann noch länger gehen. Ja. Genau. Ja, dann liebste Epoche. Also ich baue ja gerne so eher, seht ihr, Epoche 3, 4. Wie sieht es bei euch aus? Du bist ja gerade auf dem ganzen Rückwärtschen. Also, ja, ich habe mir schon, also 1850 ist schon schwierig momentan, weil es keine Mods gibt, ja, gebe ich ganz ehrlich zu. Und deswegen arbeite ich da dran. Aber ansonsten würde ich 1850 schon bei mir persönlich als liebste Epoche einstufen. Ich mag Dampfzüge, ich mag Pferdekutschen, ich mag diesen wilden Western-Stil, ich liebe das. Ja. Also gut, Bei mir würde ich so meine Jugend, so 1980, ich weiß jetzt nicht, welche Epoche, ist das noch B oder das, ist das schon C? Das müsste schon C sein, ne? Ja, aber so, ich halte ja dann bei mir immer bei B. den Karten die Zeit an, dass sie nicht ins Unendliche flutscht, ja, um da weiterzubauen, dann sind Ruhe, und die halte ich immer so bei 1980, 1990 an. Also wird das was so meine Lieblingszeit sein. Ne? Ja. Da hat man so ziemlich alle, da gibt es so schon moderne Sachen. Man kann aber auch ganz unbetrübt mal irgendwelche alten einbauen. Ja, das ist vielleicht so die Zeit für mich so. Ne? Ja, also das, weiß ich nicht. Das tatsächlich auch, also bei mir auch. Ich bin ja ein Kind der 70er, ja. Und da ist bei mir auch so die Epoche, also jetzt nach Bahn Epoche 3 und 3 Richtung 4, hier wäre es Epoche B oder Ära B, also die klassischen Bahnanlagen, Fahrzeuge, alles was halt dazu gehört oder in die Zeit fällt halt. Ne? Wobei ich muss ganz ehrlich, Chris, auch da beistehen. Also die erste Zeit, da fehlt halt viel. Ich glaube, wenn es da mehr geben würde, dann wäre das eine ganz tolle Zeit. Also man könnte super Karten erstellen, wenn man mehr... Halt verdammt viel. Weil ja, man kann es ja halt nicht basteln. Also man hat eine Karte, man kann aber nichts machen. Man hat ja keine Assets dafür. Genau. Richtig, ja, das ist genau das Thema. Und wenn ich so Leute sehe wie Kugelblitz oder Mini-Adler, die, ich weiß nicht, 1920 vielleicht spielen, 1910, für diese schon eng, aber für alle, die davor, 19. Jahrhundert, was machen wollen, das ist jetzt extrem. Auch, da gibt es gar nichts. Ja? Nee, da gibt es nichts. Genau, und genau deswegen konzentriere ich mich momentan bei meinem Western-Mod auf diese Zeit. Holzhütten, Western-Flair, schönen Saloon mit einem schönen Sheriff und solche Geschichten. Ah, große Klasse. Ja, aber das wird noch ein Weilchen dauern. Also. Nur mit in der Ruhe liegt die Kraft. In der Ruhe liegt die Kraft, ganz genau. Aber ihr seht ja auch hier, ne? Also vom Rollmaterial, das ist so typisch 80er, die V100 natürlich in Ozeanblau. Und deswegen nehme ich auch gerne diese Fahrzeuge hier. Die ganz alten, ja, Kaiser Golf und Co. Wenn die Busse, wenn ich sie verfügbar habe, dann auch. Sehr gut. Okay. Ja, die nächste Frage, drin oder draußen? Wir sind ja Zocker, also wahrscheinlich eher drin. Mich zieht es notgedrungen nach draußen. Ja, also ich mag mit Wandern, wie man an meinem Bild da erkennt. Ja, ja. Im Urlaub sehr gerne draußen. Klar, ich nutze die Chancen, aber zu Hause bin ich eher drin. Ich habe meine Arbeit, ich habe meine Antwort. Also wenn ich in der Karibik wäre, weil die Frage ja hatten, dann würde ich sagen draußen. Ja, verständlich. In Deutschland würde ich dann eher die Antwort mit drin mit. Okay, ja, das macht Sinn. Okay. Ja, wer oder was beeinflusst euch am meisten? Gerade vielleicht jetzt tatsächlich, was so das Umsetzen von irgendwelchen Ideen hier angeht oder Vorlagen, die ihr irgendwo mitnehmt oder wie auch immer. Ja. Das Leben also wahrscheinlich, oder? Mich persönlich... Ingo. Ingo, ja super. Stark. Also mich, ich finde es halt wichtig, dass man gegenseitig Kritik annehmen kann. Ja. Ja, weil ja auch schon die Frage oft aufkam, in welcher Beziehung stehen wir zueinander. Ja, Ingo ist mein Vater, also falls es jetzt noch nicht... Stimmt, so das hatten wir hier noch nicht erwähnt, genau. Das hatten wir jetzt hier noch nicht erwähnt, das hatten wir im Vorwort kurz mal besprochen. Ja. Genau, also Ingo ist mein Vater und daher kommt die ganze Situation. Jetzt wird es wahrscheinlich bei vielen auch ein Licht aufgehen, die sich vielleicht eventuell eine Frage gestellt haben, richtig, die was zusammenhängt. ja, und daher, ja, mein Vater ist schon ein wichtiger Inspirationspunkt, weil Kritik auch geübt wird. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig. Ja, muss ja nicht immer negativ sein, kann ja auch positive Kritik sein. Daher... Also Ingo, wenn du dieses Lob noch bisher nicht gehört hast, dann weißt du jetzt Bescheid. Jetzt weiß ich Bescheid. Nee, ja.
Also für mich kommt, weiß ich nicht, die Inspiration kommt direkt aus dem Spiel heraus bei mir. Also ich bin dann, Chris ist ja sehr, sehr offen für alles, was doch wichtig ist für seinen YouTube-Channel, dass er sozusagen auch immer wieder neue Spiele ausprobiert. Da verlasse ich mich dann wieder auf den Chris, dass er sagt, Mensch, ich hab das Spiel mal, guck dir das mal an, das ist ja toll oder so. Transport ist aber auch eine Idee von dir, oder? Ja, ich möchte sagen, ja. Und ich hab der erste kam raus, ich habe den ersten Teil gespielt und habe, sagen wir schon, gesuchtet. Habe mich aber nicht viel mit Mods beschäftigt, sondern habe einfach nur für mich lang hin und fand es halt mega geil. Und Ingo hat halt auch hingeschaut und alles war schön und irgendwann war dann der zweite Teil angekündigt und ich sag, Pada, das musst du dir holen. Warte noch drei Wochen, dann ist es soweit. Ich habe es schon vorbestellt, ja. So ähnlich war es damals, ja. Und ich habe ihn quasi gezwungen, das mit mir gleich zu machen und habe ihn quasi nötig, diese Schiene einzufahren, weil ich gesagt habe, das ist genau das Richtige für dich. Da hast du wahrscheinlich genau. Und ich habe bewiesen, also, ich hatte recht. Ich habe den ersten Teil auch sehr, sehr gerne gespielt, aber ich hatte keinen, also ich habe die Mission durchgespielt und habe danach sozusagen, bin ich so nahtlos in den zweiten Teil übergegangen. Also da war nicht die Zeit dafür da überhaupt für Schönbau, Mods etc. Das ist mir einfach entgangen beim ersten Teil, muss man ganz so sagen. Ja. Und dann habe ich den zweiten Teil erstmal die Missionen alle durchgespielt, hat noch sehr Spaß gemacht und habe danach natürlich, wie wahrscheinlich jeder machen würde, ein freies Spiel erstellt, auch mal eine Karte runtergeladen bei Steam und so kam praktisch diese Liebereihe dazu, wo man dann, ja. Also meine, also, hat mich jetzt inspiriert, ist letztendlich nur mein eigenes Spiel. Also man guckt auf die Karte, man baut und man merkt, es fehlt ihnen irgendwas und dann entstehen daraus die Ideen für Mods oder für irgendwelche, was man noch so basteln müsste. Ja, das finde ich natürlich geil, wenn man das kann. Ich habe mir das auch schon wie oft gedacht, wenn man programmieren könnte, wie oft fällt einem irgendwie am Rechner was auf, wo man sagt, da bräuchte ich jetzt mal irgendwie ein Programm für oder irgendwie sowas oder halt wie ja, hierfür, wo ich sage, mir fehlt genau das. Man muss es halt können dann, ja. Man wird auch so an seine Grenzen gestellt, ist ganz klar, aber... Ja. Aber so ein bisschen können wir jetzt ja schon, Gott sei Dank. Ein bisschen. Es geht langsam bergauf. Ja, also ich meine, wie gesagt, in der Kürze der Zeit, was ihr da euch jetzt schon angeeignet habt und mit wie ihr auch so ein bisschen um die Ecken denkt, das ist einfach klasse. Auch da die nächste Frage. Bevorzugt der Editor, gerade jetzt so bei 3D-Modellen, Blender oder was anderes? Kenne ich nur mit Blender aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, unser Blender ist mein Mist gewachsen, keine Ahnung. Da wir beide Steam-Fans sind, wir wissen, dass viele Leute Steam nachteilig finden, dass zum Beispiel Mods geupdatet werden, ohne dass man gefragt wird. Ja. Sehe ich vollkommen ein. Oder gelöscht werden. Oder gelöscht werden zum Beispiel. Andererseits könnte man jetzt als Steam-Fan auch kommentieren, bei Transportfair musstet ihr auch runterladen. Also warum lädst du denn nicht den Steam-Mod aus dem Steam-Ordner raus? Mhm. Wenn du unbedingt sichern wollen würdest. Also könnten wir kopieren. Könnte man ja genauso machen. Ne? Also ja, ist sicherlich komfortabel, hat aber auch seinen Nachteile, ewig vollkommen zu. Und da ja Steam Blender kostenlos anbietet, haben wir mit Blender angefangen. Und ehrlich gesagt haben wir keine Erfahrung, was sonst hier 3D-Programme. Damals ein bisschen Max 3D habe ich als, ich glaube, 10-Jähriger ein bisschen umher gespielt. Ja, mit so einer halbwegs unter Tisch-Version. Ja, genau. Mal sagen. Nee, also ich finde, man hasst ja Blender, man hasstet ja beim Arbeiten immer wieder. Ja, so aber irgendwie geht es ja ein bisschen Hassliebe. Ja. Man muss, also, aber dafür ist Blender halt unheimlich umfangreich und ist ja auch kostenlos. Und ich denke, sagen, die Lösung ist letztendlich Blender. Dafür, dass es ein kostenloses Programm ist, muss man ganz ehrlich sagen, ist genauso wie mit Mods, ne? Man soll sich, ne, man schaut den geschenkten Gaul nicht ins Maul. Und dafür, dass mir jemand Blender kostenlos gibt, kann ich nur sagen, man kann verdammt viele Sachen damit machen und ich bin zufrieden damit. Deswegen, ja? Ich dachte tatsächlich, Blender wäre allgemein kostenlos. Ja, ist es auch. Also ich wüsste jetzt nicht, dass man so, ja, viele Plugins und solche Geschichten sind alles kostenlos. Viel weiter halt mich damit noch nicht beschäftigt. Ich weiß nicht, ob es eine Bezahlversion gibt, keine Ahnung. Nee, ich glaube also nicht. Chris meinte jetzt bloß, weil wir über Steam sozusagen darauf gestoßen sind. Ach so. Ja. Da kannst du kannst doch Blender bei Steam einfach abonnieren und hast halt alle gleich Updates etc. Genau, wenn da irgendwas passiert bei Blender, dann hast du das gleich kostenlos dabei. Ja, okay, perfekt. Nee, also Blender ist kostenlos für alle. Blender ist kostenlos, ja. Und zum Texturieren wahrscheinlich dann GIMP versus Photoshop. Shop, hm? Naja, da bin ich durch meinen Job hier, habe ich Corel Draw. Ah, okay. Oder praktisch, da hat er ist ja auch ein Fotobearbeitungsprogramm mit bei. Ja. Und so, und damit arbeite ich nur rein beruflich. Und wenn man eh mal so über 20 Jahre damit arbeitet, dann ist es so, ja, dann arbeitet man damit. Und ich glaube, das habe ich so einem Chris ein bisschen mit beigebracht, weil der mal bei mir drauf guckt. Und deswegen. Das ist einfach Gewöhnungssache. Ich bin ziemlich. Das ist halt einfach eine andere Welt, wenn man in Photoshop mit verschiedenen Ebenen arbeitet und diese Ebenen gibt es zum Beispiel in Corel Draw oder Corel Photo Paint nicht.
Ja, es ist eine ganz andere Welt, aber es ist im Endeffekt nur eine Sache, woran hat man sich gewöhnt. Ja, wobei, da steht ja Corel versus Photoshop ist ja Pixel versus Vektor, oder nicht? Nee, also Corel Draw ist sicherlich ein vektorbasierendes Programm, aber hat auch immer, bei Corel ist ein Corel Photoshop, nennt sich das Photoshop, dabei. Genau. Es ist vorbei und das ist praktisch das gleiche wie Photoshop. Also wie Adobe Photoshop. Das ist eigentlich ähnlich, nur nicht so, ich sag mal, es ist halt von einer, ja, man kann es schwer beschreiben. Also Photoshop arbeitet ja eher mit vielen Ebenen und das ist bei Corel nicht so. Für mich ist es so, dass mir Corel einfacher vorkommt. Also ich bin der Meinung, Corel Photopaint ist halt einfach benutzerfreundlicher, hat aber nicht so viel Funktionen wie Photoshop. Mhm. Für meine Zwecke reicht es vollkommen aus und ich brauche nicht mehr Funktionen als die, die mir Corel bietet. Mhm. Für jemand anders, der würde sagen, ja, warum kann das nicht und warum kann das nicht, ne? Ja. Also da würde ich vollkommen sagen, ja, bin ich bei dir, hast du vollkommen recht, nur brauch's nicht und wenn ich es nicht brauche, dann ist mir das genau richtig, so wie ich es halt jetzt vorfinde, ne? Ja, richtig. Entsprechend. Ja, Corel, also wir, wie gesagt, berufswegen arbeiten wir schon, also ich zumindest immer und habe es meinen Sohn natürlich logischerweise beigebracht über die Jahre hinweg und deswegen bleibt es, also ist nicht nur vektorbasierend, es ist auch ein Fotobearbeitungspixel Oberflächenprogramm dabei sozusagen. Ah, ich kannte tatsächlich Corel Draw noch auch von ganz, ganz früher, die ersten Versionen und da habe ich mir so Flyer mitgestaltet. Das war alles total easy. Du hast eine Form aufgezogen, zack, zack und hast sie gefüllt. Genau. Alles easy. Und dann bin ich also zu Photoshop, erste Version oder so. Die Vektorvariante, die wird heute noch in allen Grafikstudios benutzt, eher wie Adobe Illustrator, weil irgendwie da Corel doch ein bisschen, da ist Corel ein bisschen ein Stück weit davor. Ja, und aber wenn man, ich will jetzt auch nicht umswitchen, sag ich mal, wenn man also als Corel als Grundprogramm hat, dann will man nicht sagen, ich exportiere das jetzt so, dass es nachher in Photoshop funktioniert, dann bleibt man auch bei dieser Oberfläche. Das ist einfach der Hintergrund. Aber ich denke mal so jeder wird da seine eigenen Ideen haben. Ne? Ich denke es auch. Also je nachdem, womit du halt irgendwie angefangen hast, wo du halt dann reingekommen bist mit der Zeit, irgendwann habe ich mich auch ins Photoshop gefuchst, es war halt nur eine Umstellung von diesem Vektor auf Pixel. Und ich habe da erstmal gar nichts kapiert. Ja. Jetzt ist es mittlerweile fast umgekehrt. Ja. Genau, es ist halt einfach eine Frage der Routine wahrscheinlich. Ja. Du kannst da übrigens Leiter mit Halter einstellen. Dann hast du auch Haken gleich dran zum Anwand. Ja, hier. Ja, diese nach andere Richtung, falsche Richtung. Ja, falsche Richtung, weil du sagst Leiter mit Haken, was man auch, was ich dann nämlich gemacht habe. Ich hatte es mal in einer der Folgen gezeigt. Auch da wieder eure Sachen zweckentfremdet. Und zwar habe ich angefangen, ihr seht es hier, so Tunnelportale zu gestalten. Ja? Und habe ich eure Hütten auch meine, Ja, und habe halt die Surfbretter mit dem Elektroschrank. Das ist aber sehr, sehr cool. Ja, sehr cool. Ich dachte halt so, ich habe noch ein zweites. Das hat im Grunde so ein verlassenes aber, Ding. Aber ne? Okay, hätte ich vielleicht auch mit und ohne Tunnelportale, ich darf es wahrscheinlich nicht sagen, deswegen, aber ich kenne da einen, der arbeitet gerade an Tunnelportale. Ich weiß. Okay, gut. Ich kriege regelmäßig Updates von ihm. Dito. Gut, okay. Also da kommt ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wo ist das denn hier? Das sieht doch schon ordentlich aus, der Tunneleingang. Das ist, ich weiß gar nicht. Das war einer, den konnte man runterladen. Und das sind aber hier so, so Elemente irgendwie von, weiß gar nicht, was das für einzelne Mauerelemente waren. Die gab es mal noch. Auf jeden Fall sind die Schallmauern oder sowas? Nee, das waren irgendwie so Brückenteile. So irgendwie so, weiß gar nicht mehr. Aber auch der Eingang sieht cool aus. Schön, der Eingang ist ganz schön hier vorne. Der ist aber Standard. Der ist so ein Tunnel. Aber da kenne ich bessere, die beide rauskommen. Ja, das stimmt. Nee, aber man kann mit den Sachen coole Dinge machen. Und ich weiß gar nicht, wo ich das zweite hatte. Und da habe ich nämlich auch diese Leiter mit Halter tatsächlich verwendet. Sodass man an dem Tunnel dann irgendwie hochklettern konnte quasi. Ja. Also ihr seht, man kann wirklich, wenn man da Ideen hat, kann man cooles Zeug damit euren Sachen bauen. Ja. Ja, das ist schön, das hört man echt gerne. Weißt du, ich finde es jetzt auf Anhieb leider nicht, aber irgendwo war da auch so ein Häuschen, auch auf so einem Tunnelportal. Und ach, das muss hier oben irgendwo sein. Vielleicht findet man es auf Anhieb noch. Und da konnte man dann tatsächlich hochgehen, das war dann auch überwachsen. Und da habe ich noch gedacht, ach, geil, so eine Leiter habe ich schon immer mal gebraucht. Da kannst du sie verwerten, ja. Aber ich habe nämlich hier eine ganze Reihe von Portalen neu gestaltet. Und da ist das dann mit runtergefallen. Hier ist so ein Weingut hier oben. Ja. Mhm. Und mal gucken, das ist es auch nicht. Aber es muss irgendwo hier sein auf der Linie. Ja, wenn man es sucht, findet man es nicht. Schade. Mhm. Ein Versuch mache ich noch. Irgendwo hier hinten. Hier kommt nämlich nochmal so ein Kastell oder so ein altes Herrenhaus auf dem Berg. Ich glaube, da war das. Lass uns gerade mal hinfliegen. Ihr seht es ja noch, ne?
Ja, ja, ja. So, hier ist das Haus. Ah ja, hier, guck hier. Hier, ist noch nicht fertig, aber da ist diese... Hat die alte Leiter, ja. Ja, ja. Da ist die Leiter und das ist euer altes Haus. Und jetzt muss er noch fertig gestaltet werden, aber ja, so halt, ne? Ich dachte, wäre so ein altes Streckenwert, der Ding vielleicht verlassen und überwuchert. Ja, ja, ist Jüters, schön, schick. So. Mhm. Also passt sich hier im Grunde so zu diesem Ding hier oben so an. Ja, da war mal halt mal was und jetzt ist er vorbei. Ja. Hast du aus dem Bogen-Set mal, der Turm oder wo ist der her? Ja, das aus dem aus diesem Festungs, aus der Festungs genau, genau. Genau, und das hier ist irgendwie so ein italienisches Teil, das sind so italienische Mauerteile, die haben auch so Ecken und so. Und klar, die Treppenmod und hier oben, das sind auch Teile der italienischen, dieser italienischen Mauer, und das ist wieder dieses Tunnelportal halt, ne? Ja, schön. Ja. Schön, schön. Ja, so, das zum Abschluss. Damit haben wir es, glaube ich. Vielen Dank, dass ihr euren Freitagabend geopfert habt und die viele Zeit, dass ihr generell eure Zeit opfert für all die tollen Sachen. Wie sagt ich und ich glaube, die anderen, wir freuen uns auf das, was danach kommt. Und an der Stelle dann erstmal schönen Abend, schönes Wochenende für euch und ja, wer weiß, vielleicht hört oder sieht man sich noch mal in irgendeiner Form. Ja, danke schön. Ja, super. Danke schön. Alles klar. Schönes Wochenende. Danke gleichfalls. Macht's gut. Ja, ciao, ciao. Tschüss.